future. It's you. Herzlichst willkommen zu NBC Giga. Ab jetzt wieder 5 Stunden live aus dem New Media Center, heute an Halloween. Und wie jedes Jahr zu Halloween bekommen wir spontan und überraschenden Besuch von den Cheerleadern oder zumindest heute von 2 Cheerleadern von Rheinfire Düsseldorf. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Ja, hallo. Und erstmal zu Halloween von uns einen kleinen Gruß für dich. Oh, das ist aber lieb. Danke, dass wir vorbeikommen konnten. Kürbis, Marzipan, Kürbis, lecker, lecker, lecker. Sieht aber sehr schön aus. Kann man eigentlich gar nicht auspacken und aufessen. Halte ich mich wahrscheinlich bis morgen dran und dann wird das Ding weggeputzt. Linda und Kerstin, ne? Ja, so genau. Heißt ihr. Habt ihr euch selbst so zurecht gemacht? Selbst das Ganze angemalt und festgesteckt? Nein, wir wurden geschminkt vom Schminklädchen. Das ist auch hier in Düsseldorf. Und wir standen sogar, saßen 1,5 Stunden mindestens da dran. Cool, klasse. Hier so eine Schlange im Gesicht. Ja. Die geht dann noch weiter hier ins Dekolleté. Mhm. Liebe Leute, ihr müsst jetzt dann ganz einfach mal ins Dekolleté gucken, aufgrund der Schlange selbstverständlich, die da schön gemalt wurde. Seid ihr denn auch Halloween begeistert im privaten Leben außerhalb von Rheinfire? Das heißt, feiert ihr heute Abend? Ja, auf jeden Fall. Also heute Abend geht es auf jeden Fall erstmal Party machen und geschminkt sind wir ja schon. Das heißt, wir können sofort auf die Piste gehen sozusagen. Cool. Und ich meine, klar, jetzt auch in einem amerikanischen Unternehmen, dann ist man auch immer so bei Halloween immer dann total begeistert davon. Stimmt, das denke ich dann. Klar, da geht es auf jeden Fall auch immer ab. Ihr bleibt vielleicht sogar noch ein Stündchen hier. Wir können mal gucken, ob die Sport & Fun Jungs Zeit haben, nichts dagegen haben. Aber ich kann mir vorstellen, sie haben nichts dagegen, aufgrund der Verkleidung, die sehr fantasievoll ist. Mhm. Ich danke euch erst einmal. Ich gehe jetzt mein Ründchen. Ihr könnt gerne schon mal zu Gregor, den kennt ihr ja, ne? Kommt einfach mit, ne? Ich erzähle euch derweil, was sonst noch so passiert heute in den nächsten 5 Stunden. Was ist, Gregor? Chris Besuch. Geht außen rum einfach. Hallo. Aber erstmal Emilchen. Emilchen. Ach, bleibt auch mal hinter mir. Ihr könnt ja die ganze Zeit so machen. Das ist so super Halloween. Stimmt, ihr könnt auch von Netzreportertisch zum Netzreportertisch mitgehen. Macht, was ihr wollt. Heute ist Halloween, wir sind alle crazy. Ja, so crazy sind wir gar nicht im Stars-Projekt. Gestern hatte ich ja schon genug an dieser Maske, die ich im Gesicht hatte, ja. Wahrscheinlich auch. Ne? Und ich habe echt, als ich das abhatte gestern, war ich so froh. Naja, und heute wieder drauf. Obwohl, ich habe ja nichts im Gesicht, bin ja nicht geschminkt. Nein, du hast ja auch Pinatencreme im Gesicht und ein bisschen Labello. Ja, klar. Genau wie ich. Eben, wir beide immer ohne Schminke. Immer. Für unsere Gäste haben wir uns halt schön gemacht. Für In the Starters House sind da und die massive Töne. Ich weiß, du freust dich ja am meisten drauf. Ja, gegen stimmt. Cruise, das hast du ja bei Zumi gesungen. Ne? Ja, genau. Dann ist heute Kinotag mit 3 tollen neuen Kinofilm und dann, also da gibt es ein BH, ja, das kostet 10 Millionen Euro oder so, also zumindest der BH. So, ja, weil da so, ist so halt so, hier so Diamanten, ach nee, ich mach's jetzt nicht in der Medienkonferenz. Auf jeden Fall, es sind hier die Brüste, ich kann es ja vielleicht mal hier. Ja, das ist ein wundervolles Modell im Hintergrund, genau. Auf jeden Fall ist es ganz schön so, wie die Brüste dann die hier stehen. Und, ich reite mich irgendwie immer weiter rein. Guckt einfach in den Starsbereich, da gibt es halt diesen BH und der ist gefüllt von Brüsten von einer wunderschönen Frau, neues Model, das entdeckt worden ist. Okay, alles klar. Also das sind wir heute bei Abby im Stars-Bereich. Ja. Schöne Brüste gibt es auch im Sport & Fun-Bereich. Selbstverständlich. Wenn ich gleich noch mal ganz kurz das aufgreifen darf. Also vielleicht kommst du noch ein bisschen näher ran. Worum es wirklich eigentlich ging in der Geschichte, die Emily gerade erzählen wollte. Das ist nämlich... aber nicht anfassen, Gregor. Ich mach das jetzt nicht, natürlich. Ihr könnt alles nachlesen im Stars-Bereich, was jetzt genau ist mit diesem BH auf sich hat, warum der so teuer ist und. BH, prima Stichwort. Weiß... Die Unschuld heute bei dir? Nein. Oder nein. Doch wieder eher dieses... Ah, wenn ihr sehen könntet, was ich gerade gesehen habe. Wahnsinn. Sehr schick, sehr schön. Charmant. Grüße auch in die Redaktion. Charmant. Außerdem haben wir heute noch mehr Frauen im Programm, außer euch hier und euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Und Emily und überhaupt. Und dich haben wir auch Serena Williams. Denn die hat jetzt... Kurzzeitig zumindest, die Seite gewechselt, ist jetzt nicht mehr am Tennis Court aktiv, sondern hat letzte Nacht zum ersten Mal in einer Fernsehserie mitgespielt in den USA. Wir haben Shots and Picks nicht nur von dem Auftritt in der Fernsehserie, sondern natürlich auch Shots and Picks von ihr auf dem Tennisplatz. Mhm. Außerdem reden wir mal... Wie viele Shots and Picks aus der Fernsehserie, wie viele von ihr auf dem Court? Mindestens. Also wirklich mindestens. Und da könnt ihr mich wirklich beim Wort nehmen. Mindestens 1. Wow!
Toll, ne? Aber so eine Gallery. Vielleicht. Aber es sind schöne Bilder dabei in der Gallery. Und wir reden außerdem noch mehr über, reden über Muskelweiber. Wir reden zum Beispiel, ihr beiden, ihr brilliert ja auch doch eher durch sehr feminine Körper. Das ist auch schön. Ich finde das zum Beispiel sehr schön. Was ich nicht so mag, sind diese Megakanten. Also diese wirklich diese... Wenn Frauen mehr Muskeln haben als du. Und es gibt den, wir haben Shots and Picks auch von solchen Frauen jetzt heute im Sportbereich. Und wir werden mal versuchen, darüber zu reden. Emily... Ja, Emily sagt, das ist nicht schwer. Später, okay, Gregor, ich muss los. Telefon, also das und mehr heute bei Sport and Fun. Ihr könnt gerne mitkommen, Jochen und Chris Besuch. Die Cheerleader sind da und haben Marzipankürbisse mitgebracht, weil heute Halloween ist. Die wollten eigentlich nicht, die haben sich über ganz Gregor festgekrallt. Was? Ja, sie haben sich so bei Gregor festgekrallt. Ich glaube nicht, dass sie freiwillig hier sind. Doch, natürlich, ja. Mögt ihr Jochen? Ja, klar. Natürlich. Wollt ihr mal küssen? Eine rechts, eine links. Ich habe Themen übrigens. Ich habe Themen, großartige Themen. Ein Jahr Schill. Ja, Hamburger Echt? Regierung ist heute seit einem Jahr im Amt und da ist ja auch Innensenator Ronald Barnabas Schill, der Ex-Strafrichter aus Hamburg. Wir reden natürlich gleich über ihn und ich zeige natürlich seinen großen Auftritt vom Bundestag nochmal, wo ihm das Mikrofon abgestellt wurde, im Download-Bereich. Dann versuchen wir gerade, ihn an die Strippe zu bekommen, also ein Exklusiv-Telefoninterview mit Herrn Schill persönlich zu bekommen. Oh, ich habe ohne Scheiße. Großartig. Das geht wirklich, Herr Schill, wenn Sie zuschauen, trauen Sie sich, sprechen ja, Sie mit uns, sprechen Sie mit der Community. Es sind doch viele offene Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Gott, ja, das wäre geil. Wie sieht es zum Beispiel aus mit 100 Tagen halbiere ich die Kriminalitätsrate? Hat er ja versprochen, dann hat er ja bei NTV gesagt, ja, ich meinte ja nicht die ersten 100 Tage. Genau. Und vielleicht hat er es heute geschafft. Wir werden es... Bleib dran, Jochen, ja? Bleib da dran. Das ist ein heißes Thema. Geile Bilder im Christoph-Bereich und gleich das erste Konferenzvideo seit... 2 Jahren oder so. Oh ja, oh Gott, nein. Doch. Oh, Jochen hat ich habe Bilder von dir genommen. Ja, super. Uns ungeschminkt in der Konferenz ja. Im Zoom, danke. Also, das sind wir heute bei Update. Mädels, kommt mit. Hier wartet schon sehnsüchtigst Martin vom NetBeat auf euch. Großartig. Schön, dass du da bist. Also, begrüßt du mich heute so herzlich? Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Hast du was aus? So wie heute Morgen, oder? Stimmt, ja. Wir bekommen uns so langsam näher. Tag. Ne? Ja, es ja, ist so schön. Ein bisschen... Ich wollte dich immer fragen, ob du mich mit zum Reiten nehmen kannst. Ja. Also, ob ja, du mich klar. mal mit zum Reitstall ich weiß nehmen schon, was kannst. Denn der Martin hat meins. Als Hobby Reiten. Ja. Mhm. Großartige Themen habe ich heute, Uta. Ich nehme dich gerne mal mit. Danke. Wohin du willst. Oh habe ich gerade wohin du willst gesagt? Ja, du hast gerade wohin du willst gesagt. Das kannst du heute Nacht in der Wiederholung nochmal angucken. Tja, naja, da kann man nichts sagen. Gesagt ist gesagt. Und damit sage ich jetzt auch die Themen. Es geht nämlich einmal um Heilpraktiker oder Naturheilverfahren oder herkömmliche Medizin. Das ist die große Frage. Eine große Studie hat ergeben, dass immer mehr Leute zu Heilpraktikern gehen und an Naturheilverfahren teilnehmen. Machst du dich darüber lustig? Über nein, diese überhaupt Worte? Nicht. Überhaupt nicht. Okay. Ich, nur als ich dieses Wort Studie sagte, so. Kam irgendwie so ein mattes Glitzern auf deinen Augen und ich dachte, was will sie mir damit sagen? Mattes Glitzern? Ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall werde ich darüber diskutieren. Außerdem die besten eBay. Tipps und Tricks. Da hast du schon gestern. Da sind wir leider nicht dazu gekommen. Ach, gestern ja. gab es da so leichte Probleme. Und da es dazu wirklich eine tolle Seite gibt und das wirklich diskussionswürdig ist, mache ich das heute okay, nochmal. Super. Dann gibt es ein Haie-Video und ganz viele DSL-News. Viel Geld sparen. Prima. Also, vielen herzlichen Dank, Martin. Gerne. Du hattest übrigens gerade wunderschöne Frauen hinter dir stehen. Hast du gar nicht gemerkt. Natürlich. Hüsel merkt das, ne? Hä? Was merk ich? Dass du Besuch hast. So, jetzt schleim ich ohne Ende. Nein, vor mir sitzt doch eine. Ein Besuch. Sonst Wahnsinn. Ist er nie so charmant. Doch, Hüsel ist sehr charmant. Hey. Sehr okay, charmant. Damit du bloß keine Zeit hier verlierst und weil ich ja auch Riesenthemen habe, stelle ich nur 4 vor. Okay. Ich knüpfe die wie die Rosinen aus dem Rosinen. Themen. Genau. Da gibt es nämlich ein Tool, womit man seinen PC in einen Mac verwandeln kann. Und zwar hat man ja diese animierte Leiste beim Mac, dass wenn man rüberscrollt, dass so eine Welle entsteht. Genau. Finde ich sehr schön. Ja, die gibt es jetzt auch für den PC. Und wie das ganz genau funktioniert und was man damit alles machen kann, werde ich zeigen. Da gibt es auch jede Menge Screenshots von. Dann gibt es DirectX 8.2, jetzt offiziell von Microsoft zum Download, wird nachher der Schuh vorstellen. Mhm. Dann haben wir heute auch eine Premiere hier. Und zwar ist jemand von Nokia da und wird das 3650 vorstellen. Das ist ein ganz, ganz besonderes Handy. Ja, gibt es noch gar nicht offiziell im Markt. Offiziell noch gar nicht, nein. Mhm. Nur bei uns. Genau. Mit Screenshots. Und original hier in 3D. Und dann hatte ich noch irgendwas anderes. Genau, PC-Angebote für Sparfüchse. Das heißt, Notebooks für 1000 Euro, PC-Systeme für 1000 Euro, TFTs für 500 Euro und so weiter und so fort. Und das ist nur sozusagen das Sahnehäubchen der genau. Themen. Ja, der Cappuccino kommt noch. Bereich. Genau. Linda, Kerstin, ihr bleibt jetzt schön bei Hüsel. Ihr könnt ihn gerne
gerne ein bisschen massieren, denn ich darf jetzt die Gäste, die weiteren Gäste der ersten Stunde begrüßen. Herzlich willkommen, Fury in the Slaughterhouse. Hallo. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Warum kriegen wir keine Deko-Schnitten? Wollt ihr? Wollt ihr? Nein, nein, ist okay, wir sehen ja auch gut aus. Ja, das, ich meine, es ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ein Platzmangel ist vorhanden. Ansonsten, man kann sich aber auch. Ach stimmt, stapeln. Geo ist da, also dann geht's ja. Fury in the Slaughterhouse, ihr seid ja auch so eine Band, man hat euch auch schon Ende der 80er geliebt, 1987 habt ihr euch ja gegründet. Dann, wann habt ihr euch eigentlich, ja, wie soll man sagen, habt ihr euch eigentlich je getrennt? Gab es irgendwann mal so einen richtigen Cut oder habt ihr im Stillen gekröselt? Wir werden niemals auseinandergehen. Nein, wir haben uns nie getrennt. Es hat wie in jeder guten Ehe immer ein bisschen gekriselt oder so, aber trotzdem hat es die ganze Zeit zusammengehalten, weil die Musik immer das war, was wir zusammen machen wollten und das hat prima funktioniert. Aber es war doch schon eine ganze Weile still um euch, ne? Das kann man doch so formulieren. Ja, wir sind halt, wir haben halt nicht so eine Oberwarte, um es mal so zu sagen. Deswegen finden wir in den Medien nicht so viel statt. Aber eigentlich, also wir haben genug zu tun. Ja, wenn ihr jetzt an eure Anfänge denkt, Ende der 80er, Anfang der 90er, blickt ihr mit Wehmut zurück und denkt an die gute alte Zeit oder nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, die Dinge verändern sich halt und man lebt halt und macht die ganze Veränderung auch mit. Also ich fand das eine sehr spannende Zeit, aber ich finde es jetzt auch nicht genauso spannend. Mhm. Habt ihr euch verändert, auch musikalisch? Ja, wir sind besser geworden. Wir können mittlerweile 4 Akkorde. Ey, sehr gut. Ja klar, ich meine, es wäre ja schlimm, wenn wir stehen geblieben wären. Also ich denke, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du stehen bleibst und mit in unserem Alter immer noch dasselbe machst, wie was du mit 15 gemacht hast. Also insofern haben wir es schon entwickelt. Mhm. Ihr habt eine DVD rausgebracht, Monochrom heißt die. Vielleicht ganz kurz jetzt in einem Satz anreißen, worum es geht, denn wir werden gleich natürlich auch noch rauf surfen und das angucken. Das ist eigentlich die Beendigung des Projektes des ganzen Jahres, das ist Color Fury, wo eigentlich verschiedene Arten von Künstlern mit uns auch zusammen Dinge ausarbeitet und erarbeitet haben. Und da gab es halt sehr viele einzelne Filme, auch Kurzfilme, weil wir keine normalen Videos mehr gedreht haben, sondern das alles in Kurzfilmen gemacht haben. Und alles zusammen findet jetzt auf dieser DVD statt. Das sind 202 Minuten, ein Konzert, sämtliche Kurzfilme, eine Backstage-Dokumentation und etliches anderes Zeug noch von verschiedenen Künstlern und uns, aber alles unter unserer Regie. Gut. Fury in the Slaughterhouse in dieser Stunde hier bei uns zu Gast bei MBC Giga. Wir werden uns gleich ausdrucksweise die DVD angucken, wir werden uns einen Clip ansehen, ihr werdet auch ein bisschen was hier zum Besten geben, musikalisch, wir werden durch eure Seite surfen und jede Menge miteinander quatschen, das könnt auch ihr tun, ihr könnt die Jungs jetzt treffen und zwar im Stars-Chat auf giga.de. Gigagames Wochenpreis. Gewinn das Tourenwagen Meisterpaket Burnout 2 und einen signierten Audi TT-Scheinwerfer von Martin Tomschick. Komm auf giga.de, klick auf den legendären Win-Button, dann einfach das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Hol ihn dir, den Wochenpreis, auf giga.de. Supported by Burnout 2 von Acclaim. Loading Commercials. Sichern Sie sich jetzt mit Premiere das Fernsehen der Zukunft im Kinoformat. Wir öffnen jeden Tag 7 Kinos und Sie entscheiden ganz spontan, welchen Film Sie sehen möchten. Nur bei Premiere erleben Sie Film-Highlights rund um die Uhr, ohne Werbeunterbrechung. Sichern Sie sich jetzt 7 Kinos für zu Hause und rufen Sie gleich an 0180 55 100. Premiere. Remaining 4. Das gab's noch nie im Internet. T-Online Vision zeigt die komplette GZSZ-Folge vom Abend schon ab 13 Uhr im Web. Bei T-Online Vision bist du nicht nur der Zeit voraus, sondern kannst auch deine Lieblingsfolgen im Archiv abrufen. GZSZ auf T-Online Vision, mein Wunschprogramm im Web. Remaining 3. Scheiße. Wahrscheinlich was Falsches gehört. Mega Radio. Jetzt auf AM. Remaining 2. Komm
Kommen Sie mit zu den besten Partys der Stadt. Jetzt im großen Prinz Nightlife Guide, wo man wirklich gut tanzen kann. Außerdem Make in Friends, die smarte Art, neue Freunde oder Partner kennenzulernen. Und Madonna trifft 007, alles über den neuen James Bond. Der neue Prinz, jetzt im Handel. Remaining one. Auf giga.de. Supported by karstadt.de. Best of T-Online, nur bei NBC Europe. Top aktuelle Backstage-News, die neuesten Charts und wilde Stories aus der glitzernden Szene der Stars und Sternchen. Wir zeigen euch alle Highlights aus der vergangenen Woche. Best of T-Online, das Aufregendste von T-Music, VIP-Visite und T-Movie. Am Samstag und Sonntag von 22.30 Uhr bis 23 Uhr bei NBC Europe. Stars. Ob ATC, DJ Tomek, Roses oder Sarah Connor. Wir haben sie alle. Vor der Kamera oder im Netz. Hier im Stars-Bereich findet ihr alles, was euch interessiert. Specials, Guests, DVD-Area und vieles mehr. Nur bei GigaStars auf giga.de. Supported by Vivitel. Kommunikation ist alles. Start voting. Heute bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass ihr da seid. Mit eurer neuen DVD. Deswegen seid ihr da. Das ist mal was Neues. Sonst haben wir eine CD, die wir in die Kamera halten. Diesmal DVD mit Audio-CD. Also eine DVD und eine Audio-CD hier drin. Und die ist für uns zu gewinnen. Auf dem Win-Button draufklicken, euch eintragen. Und jetzt müsst ihr erklären, warum das so toll ist, die zu gewinnen. Was da alles so drauf ist. Ja, fangen wir an. 5 Kurzfilme sind drauf, die zu Color Fury, der letzten Platte von uns, gedreht worden sind. Insgesamt über 200 Minuten Film, davon über 80 Minuten Konzert. Passend zur Weihnachtszeit ein Osterei. Das ganze Konzert in einer Interaktivfassung. In 5.1. Und in Stereo und dazu eine Backstage-Doku. Und ein CD-ROM-Teil natürlich. In der Backstage-Doku jede Menge Interviewmaterial, ganz persönliche Fakten über uns. Außerdem eine Audio-CD und eine hochwertige Verpackung, damit man das auch schön in den Schrank stellen kann und nicht diese Plastikscheiße immer rumliegen hat. Und farblich passend zu Halloween. Farblich passend zu meinen Haaren, zu meinem T-Shirt, meinen Turnschuhen und Halloween. Perfekt. So, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Sehr, sehr gut habt ihr gemacht. Also seid ihr ja schon ein eingespieltes Team. Und ich habe die natürlich reingemacht und klicke jetzt einfach auf Play und guck mal, was passiert. Ich hätte aber gerne eure Kommentare abgeben. Oder wir lassen es auf uns zurückkommen. Direkt schon in der Backstage-Doku gelandet. Das sieht man übrigens im ungarischen Pavillon von der Expo. Da ist mein Laptop auf dem Tisch. Das hier? Mhm. Okay. Im Mac hast du. Ja. Also es war sehr schön. Da haben wir geprobt vom Konzert, ein bisschen in akustischer, ruhiger Variante. Daneben ist ein Restaurant. Wir konnten uns dann immer zuhören, umsonst. Ich habe ja auch gerade schon im Backstage geprobt, ne? Ein bisschen, habe ich gerade gehört. War sehr schön. Wir hatten gerade Meeting und haben dann unterbrochen. Weil wir wollen, wir wollen ja ein paar Features noch zeigen. Dann würde ich ins Menü wieder gehen. Aber ich weiß nicht, wie da ein... Hier. Da, steht doch Menü. So, genau. Wo soll ich jetzt Da gliedert es sich ja alles auf. Was können wir denn mal machen? Color-Fury-Projekt Color-Fury-Projekt ist wunderbar, genau. Okay, los geht's. Vielleicht um das Ganze mal anzureißen, den Trailer. Wo ist das? Das ist jetzt einzelne Filme auswählen, zunächst mal. Bei Toneinstellungen kann man halt zwischen 5.1 und Stereo wählen. Gut, dann den Trailer mal anwählen und dann geht es auch schon los. Also war ein ziemlich aufwendiges Projekt, also mit 5 Kurzfilmen und vielen bekannten Schauspielern
ein Kurzfilmprojekt gemacht und das ist in der vollen Gänze auf der DVD zu sehen. Und das ist praktisch jetzt hier von einem befreundeten Filmer Ralf Peckers die Zusammenfassung oder praktisch der Teaser für das Ganze. Wie kam der überhaupt darauf, eine DVD zusammenzustellen? Waren das viele Anfragen von Fans? Nee, es war eigentlich, ja, es gab halt die Anfragen von Fans wegen Live-Konzerten und dann war es eigentlich klar, weil wir bei diesem Projekt eben Kurzfilme gemacht haben und keine typischen Videos und die natürlich auch nicht so viel gelaufen sind und deswegen wollten wir die einfach gerne zeigen. DVD ist auch einfach das Medium der Stunde. Also es macht mir persönlich tierisch viel Spaß, weil du einfach durchsetzen kannst. Du musst nicht wie bei einem Video vor- und zurückspulen und kriegst einfach diese ganzen Hintergründe mit. Die haben auf dem Video gar keinen Platz. Und es hat eine geilere Qualität. Es macht einfach tierisch Laune. Und macht es Spaß, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, auch persönliches halt Backstage auf eine DVD zu machen, obwohl man weiß, dass man halt viel von sich preisgibt? Also sag mal so, ich finde es eigentlich besser, wenn ich selber was von mir preisgebe, als wenn andere Leute über mich reden. Und insofern finde ich das schon okay, weil es gehört einfach bei uns dazu. Dann lassen wir mal diesen Bildern erstmal hier zum Ende kommen. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen. Vielen Dank, dass ihr heute da seid und eure DVD vorstellt. Und ihr könnt natürlich weiterhin mit Fury in the Slaughterhouse quatschen bei uns im Chat unter giga.de natürlich. Stars Chat, da ist der Ort, wo sie sind und ich auch und wir alle zusammen feiern eine große Party. Halloween-Party quasi. Kiste Bier bitte. Ja, gerne. Unglaubliche Dinge sind bei uns in der Redaktion passiert, denn es gibt wieder ein Konferenzvideo nach, glaube ich, 4 Monaten Pause. Ja, das war die Konferenz von heute. Fakten, Fakten, Fakten. Und wir müssen an die User denken. Täglich 6,2 Milliarden User im Update-Bereich. Die besten News, brühwarm aufgearbeitet von einer kompetenten Crew. Ich weiß es nicht mehr. Wie war der denn? Okay. Hallo. Hallo. Wir machen heute ein Jahr Schill. Der ist jetzt ein Jahr in Hamburg an der Regierung. Da gibt es den ersten Teil dazu, so eine kleine Reportage, was er bis jetzt geleistet hat und so weiter. Natürlich Sinn des Tages, Krieg am Zaun und Recht bescheuert. Und nun die Update-Konferenz-Video-Frage des Tages. Und nun die Konferenz-Quiz-Frage des Tages. Ja, welche Nummer? Ich habe hier Gott nochmal. Ich bin doch wahrscheinlich dunkel wie die Nacht, Jochen, oder? Du hockst doch voll im Licht. Ey, dann mach doch mal. Ich mache das jetzt einmal. Und nun die Update-Quiz-Frage des Tages. Welche Nummer stand auf Hüseyins Shirt? Tja, welche Nummer stand denn wirklich auf Hüseyins T-Shirt? Wenn ihr es wisst, ganz schnell eine E-Mail an mich, jochen@giga4u, falls euch die E-Mail-Adresse entfallen ist. Und die erste richtige Antwort, die gewinnt ein Haus mit Garage und Auto und ein Jahr Urlaub. So, ganz kurz schnell noch zum wichtigsten Thema des Tages, ein Jahr Schill und Co. heißt der Artikel im Update-Bereich. Wir ziehen Bilanz zusammen mit euch. Ja, liebe Hamburger oder überhaupt liebe Nation, falls ihr Erfahrungen mit Ronald Barnabas Schill habt, gute und schlechte, dann tragt sie bitte in den Comments-Bereich ein. Und ganz wichtig, falls ihr Fragen an Herrn Schill habt, an den Polizeichef von Hamburg, an den Innensenator von Hamburg, an den Ex-Strafrichter in Hamburg, an den Mann, der sich ab und zu im Bundestag auch mal lächerlich macht,
wenn ihm das Mikrofon abgedreht wird. Falls ihr Fragen an ihn habt, dann möchte ich ihm sie gerne stellen. Also tragt eure Fragen jetzt hier rein in den Comments-Bereich oder an Jochen@giga4u, denn wir arbeiten gerade daran, dass wir per Telefon mit ihm heute noch in der Sendung verbunden werden. Er möchte sich gerne den Fragen stellen. Ob es klappt, das ist noch in der Schwebe. Wie gesagt, eure Fragen ab jetzt. In the Slaughterhouse, heute hier bei uns zu Gast bei NBC Giga. Die Jungs waren nie weg, sie sind nach wie vor hier. Seit 1987 stehen sie hier am Pult. Also man sieht, dass unsere Körperhaltung allmählich auch ein bisschen an. Nein, überhaupt nicht. Und ihr seht gut aus. Ihr seht gut aus, Jungs. Das ist die aktuelle DVD Monochrom. Die kann man ganz normal im Laden kaufen, im Plattenladen. Oder? Seit Montag, ja. Ja. Seit Montag. Präsentiert von RTL und Bild.de. Wie habt ihr das denn geschafft? Heike, wie habt ihr das geschafft? Wir werden gleich noch über die DVD sprechen. Jetzt sprechen wir erstmal über eure Website. Fury.de ist die Adresse. Wer hat die Seite gemacht? Einer von euch? Nee, also nicht die technische Seite machen wir nicht selber. Also viele von den Inhalten bereiten wir selber auf und machen wir selber. Aber die Seite ist schon von anderen Leuten gestaltet. Und diese ganzen Elemente, die grafischen, die hier drin sind, sind halt alle von Andorra gemacht. Ah, okay. Dann greif da einfach mal zur Maus, zeig uns ein paar schöne Highlights von der Seite. Ja, wir können einfach mal hier ein Kalender gehen. Also das ist halt, wo wir bei SPV im Lager Mikro gespielt haben. Achso, genau. Ist schwierig, Multitasking. Ja, ja. Soll ich dir das halten? Das ist doch viel zu kompliziert für dich jetzt hier. Ja, warte, genau. Dankeschön, Gero. Also hier kann man zum Beispiel dann sehen, wie wir bei NTV, wir sind ja mittlerweile fast Kultur geworden, ja. Rainer hat bei Kirsche gespielt. Das ist zum Beispiel auch sehr schön. Mal gucken, ob der hier funktioniert. Wieso hat er woanders nicht funktioniert? Na? Und was überhaupt? Tonsteine scherben, ich kriege ihn zum Absturz. Nee. Das wäre mal ein Ding. Wo Rainer und ich in einer wunderbaren Band gespielt haben. Tja, ich weiß nicht, ich glaube, wir brechen das mal ab hier, das dauert komisch, lange. Komisch. Normalerweise geht sowas immer schnell. Was habt ihr da gemacht? Da haben wir in einer wunderschönen Nachspielband gespielt. Und das, solche Sachen haben wir halt immer sofort drauf. Oder ab und zu Akustiksachen. Ich gehe mal... Bei Top of the Pops habe ich gesehen, wart ihr auch? Wie ist das für euch, sagen wir mal, als die etwas ältere Generation dort aufzutreten? Spannend. Das ist unheimlich spannend, finde ich. Also gerade was die ersten Reihen angeht. Da gibt es eine erste Reihen, habe ich mir sagen lassen. Die erste Reihen, ja. Aber wir hatten das ja schon ein paar Mal hinter uns, jedes Jahr einmal immer, weil die laden halt immer ein, was in die Top 10 von den Albumcharts geht automatisch. Mhm. Und deswegen sind wir auch das schon gewöhnt. Irgendwie. Das heißt, durch. Die Kids reagieren eigen auf euch? Oder wie ich finde, die Kids reagieren ja hauptsächlich auf alle Leute gleich. Da ist immer einer, der sagt, schreien. Manchmal tun sie es freiwilliger, aber manchmal tun sie es, weil man es ihnen befohlen hat. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen, manchmal werden sie reagiert. Ja, ja, da hat man immer so einen Anheizer und der sagt, dann, jetzt müsst ihr unglaublich jubeln, das war noch nicht so richtig gut, machen wir nochmal von vorne. Aber wir machen das jetzt auch immer, das funktioniert. Also wir sagen dann auch an, also jetzt bitte kreischen, weil jetzt waren wir geil und dann das funktioniert hammermäßig. Da sind die Leute schon so drauf gedrillt, ja, die Jugend von heute sozusagen. Außerdem habe ich immer den Trick, ich stelle meinen Fuß auf die Monitorbox, dann fangen sie alle an zu klatschen. Das ist zum Beispiel ganz toll. Wie ist es überhaupt, wenn ihr euch jetzt die Charts anguckt, heutzutage die heute moderne Musik, die heutige moderne Musik, findet ihr die gut oder fandet ihr die Musik von damals einfach besser? Nee, es gibt heutzutage auch gute Musik. Und ich glaube, die Charts waren eigentlich auch noch nie besser. Ich meine, da ist schon immer viel Schund gewesen in den Charts. Also insofern... Ja, wenn ich jetzt in die Albumcharts geguckt habe, jetzt Coldplay und Grönemeyer auf Platz 1, also das gibt auf jeden Fall Hoffnung. Das stimmt, das stimmt. Habt ihr auch ein paar Hasskappen, Top 10? So viel Zeit haben wir nicht. Das stimmt. Okay, gut. Konzentrieren wir uns spontan wieder auf die Website. Da sind wir jetzt gerade bei also der Diskografie. Zum Beispiel Diskografie, jedes Mal, wenn ich das sehe, weiß ich, wie lange es uns gibt, weil wenn man da mal so durchscrollt, das ist dann doch schon so... Also ich habe mittlerweile keinen Platz mehr für die ganzen Platten. Was ist so das Liebste, an was ihr euch erinnert? Na, der Vorteil, was man jetzt erstmal sagen muss, ja, dieser Seite ist, dass du halt die ganzen Platten alle anklicken, dann hast du halt einzelne Song-Elemente, beziehungsweise fast die ganzen Videoclips, die dazu entstanden sind, die kannst du dir alle angucken, beziehungsweise runterladen. Das ist nicht gibt ja schon eine gewisse Vielfalt drauf. Also. Ja gut, also ich klicke jetzt hier... Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ne? Ja. Und jetzt bestellen, da kann man auch gleich kaufen. Bestell doch mal eine. Warte Sekunde, ich spiele eben die Musik ein, dann kommt es besser. Habt ihr etwas ganz was Besonderes, woran ihr zurückdenkt, wenn ihr an Fury in the Slaughterhouse denkt? Ja, ich gehe dann zum Beispiel hier das Konzert in Hamburg im Stadtpark, wo Gero dann auf die Idee kam, dass wir zu wenig auf der Bühne sind, weil die Leute alle im Publikum waren. Ah, ja? Und anfingen die Leute auf der Bühne zu holen. Das sieht ganz lustig aus, weil... Fotos?
wenn ich da war. Das heißt, ihr seid dann in die Menge gesprungen? Aber die Menge ist zu uns gekommen. Also du siehst hier, ich bin auch etwas fertig mit den Nerven, wenn ich das hier so sehe. Ja. Das war zum Beispiel dieses Jahr doch recht eigenartig, muss ich sagen. Aber nett, schön war es. Recht eigenartig, ist ziemlich untertrieben. Also ich fand das eine tolle Idee. Er holte sie dann alle auf die Bühne, eine nach der anderen. Er hielt noch kurze Vorträge über, man sollte zur Wahl gehen. Und dann schaute er mich mit großen Augen an und ich fragte ihn, was soll ich jetzt machen? Und dann sagte er, ist dein Problem. Dann stand ich also auf der Bühne und versuchte irgendwas zu machen. Ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, ich fühle mich wie Joey Kelly, aber muss das wirklich sein? Ah, jetzt guck mal, wir können das nochmal probieren. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Wir kommen ja aus der Glocksee, was ein Jugendzentrum in Hannover ist. Da haben wir vor 15 Jahren angefangen. Mhm. Und hier müsste es jetzt eigentlich von einem deutschsprachigen Lied eine Version geben. Und zwar, Moment. Ich dachte, den Film, bist du schon drauf. Da? Das ist ein deutschsprachiges Lied, was wir ganz am Anfang unserer Karriere gemacht haben. Welches denn? Zwei Pullen Korn heißt das. Zwei Pullen Korn. Ach, Ladevorgang. Hier. Ach so, ja, normalerweise singt ihr auf Englisch, aber da habt ihr euch gedacht, zwei ja, Pullen Korn, das... Also die Aussage war uns einfach so wichtig, verstehe, dass jeder genau, versteht, deswegen... Das wollte ich gerade sagen. Ah, da ist es, ganz, halt, ganz klein im Bildchen. Die Glocksee ist halt 30 Jahre alt geworden, haben wir da mal wieder gespielt. Ja, also ich sag mal, natürlich 15 Jahre gibt es euch, hast du gesagt. Natürlich gibt es dementsprechend auch ganz schön viel Material. Das alles könnt ihr euch angucken auf der Seite fury.de. Jetzt kommen wir zu einem Clip von euch, von dem Lied nämlich Things Like This. Hier sind Fury and the Slaughterhouse. Viel Spaß. @giga. Mach mit bei dem großen Bulli-Paraden-Gewinnspiel. Einfach die versteckten Preise finden, Adresse abschicken und mit etwas Glück seid ihr dabei. Bulli-Parade@giga. Supported by T-Online.
commercials. Kommen Sie mit zu den besten Partys der Stadt. Jetzt im großen Prinz Nightlife Guide, wo man wirklich gut tanzen kann. Außerdem Making Friends, die smarte Art, neue Freunde oder Partner kennenzulernen. Und Madonna trifft 007. Alles über den neuen James Bond. Der neue Prinz, jetzt im Handel. Remaining four. Los jetzt! In diesem Herbst erleben Sie einen neuen Typ von Geheimagent. Hast du das da gesehen? Triple X im Kino. Remaining three. Das gab's noch nie im Internet. T-Online Vision zeigt die komplette GZSZ-Folge vom Abend schon ab 13 Uhr im Web. Bei T-Online Vision bist du nicht nur der Zeit voraus, sondern kannst auch deine Lieblingsfolgen im Archiv abrufen. GZSZ auf T-Online Vision, mein Wunschprogramm im Web. Remaining two. Remaining one. Eines Morgens wachst du auf und deine Traumwohnung ist noch da. Und wann zahlst du keine Miete mehr? LBS, die Bausparkasse der Sparkassen. Download complete. Ich habe sie alle erwischt, alle von wegen Halloween, nur Spaß und Spiel. Naja, auf jeden Fall geht's am Freitag um 22 Uhr weiter dann mit folgenden Themen. Aquanox 2 im PC-Bereich mit Hannes und Etienne, der gleich eh dran ist. Im Konsolenbereich gibt's Herr der Ringe, Two Towers, endlich für die PS2 und im Max-Bereich gibt's Cheese für Need for Speed, Hot Pursuit 2. Und jetzt hole ich mir Etienne. Giga Games, sponsert bei Intel. Letterfun. Hier dreht sich alles ums Briefeschreiben. Verschickt mit nur wenigen Mausklicks eure Giga-Stars als Postkarte und saugt euch das offizielle Giga-Geburtstagsbriefpapier. Letterfun. Alle Infos auf giga.de. Supported by Deutsche Post. Start voting. Willkommen zum aller... Ach, Claude, bist du wieder gegen die Pumpe gelaufen? Guten Tag. Willkommen zum allerersten Wetttipp des heutigen Tages. Guten Tag. Doch bevor ich zum Wetttipp komme, wo auch Gregor und Martin eine richtig große Rolle beispielen, möchte ich euch sagen, dass wir ab wieder rausreißen hier. Auf giga.de im Inside-Bereich schon die ersten Bilder und Erklärungen haben und Anweisungen, wie ich zu Cruella de Vil verkleidet wurde und wie ihr das zu Hause nachmachen könnt. Bananen gegessen? Was ja. Bananen gegessen? Hallo. Die Was müssen wir jetzt sagen, dass wir Messdiener waren? Oh, das ist toll, er hat meine Anmoderation kaputt gemacht. Unterspricht noch. Mein Spannungsbogen Anmoderation. Wenn der Krümel spricht, ne? Also, ihr dann soll das Brot schnell sein. Und Pause. Also, ungefähr. Ihr werdet nicht erraten, was Gregor und Martin oder gemeinsam Doe haben. Beide waren... Oh, was war schon mal im Stadion. Ja. Ey, ihr seid ja so ätzend. Duna ist der geilste Club der Welt. Noch was anderes. Beide waren, als sie klein waren,
Dick und rund. Skateboard-Weltmeister mit den Fingern. In der Herbst. Und Mess? Messbar bis unter die Decke. Und Messdiener. Stimmt. Ah ja. Ja, du auch? Ja, ich auch. Nee. Du warst auch Messdiener? Ich glaube, ich habe dich damals auch schon mal gesehen. Ja, wie alt warten ihr da, als ihr Messdiener wart? Ja. Katholisch. Du auch? Ja. Du auch? Ja, dann müssen wir uns ja gesehen haben. Warst du in... Sag mal. Ne, in dem Ort. Wo denn? Ja, in welcher Kirche? Hör mal, ich war in Langenfeld. Und du ich war in St. Josef, schön die Ruß. Düsseldorf fährt, St. Benediktus. War schön? Ja, klar. Ja, große Zeit. Das war der Riesenvorteil. Man konnte ja immer ein bisschen rumlaufen während des Gottesdienstes. Ja. Sonst ja. Alle anderen, so wie Uta zum Beispiel, ihr musstet dann sitzen bleiben. Stehen, sitzen, knien, stehen, sitzen, man knien. Man hatte sonntags super immer Klamotten gestellt bekommen für die Kirche sonntags. Durfte man tragen, ja, musste die nie waschen. Ein großes Gewand. Und durfte ein bisschen rumlaufen. Ne? Ja. Man konnte sich ja auch so eigentlich wenn ihr auch Messdiener werden wollt, Hostien wenn ihr genauso sein wollt wie damals, Gregor und Martin, dann damals kriegt auch die Werbung. Da gibt es ein Messdiener. Natürlich waren die alle ungeweiht. Da könnt ihr euch mit allen Messdiener in Deutschland unterhalten, anfreunden und euch informieren. Auf giga.de im Inside-Bereich bei den Web-Tipps. Ihr seid echt total menschenfreundlich durch die Messdienerei geworden. Ich nie. Das war richtig toll. Ich nie. Schluss. Als ob der Kirche nicht schon genug Mitglieder weglaufen, stellt die Uta auch noch so einen Webtipp vor und stellt dann auch noch die beiden Chaoten vor. Was passiert aus Leuten, die Messdiener waren? Sieht man hier an dem Beispiel, die Kirche wird überhaupt keine Mitglieder haben nach diesem Take. Ja? Und Uta ist schuld daran. So, kommen wir zu einem fantastischen Thema bei uns im Heldbereich. Und zwar geht es um eine Mutation, um eine Metamorphose. Nein, nicht um Hulk, sondern es geht um einen PC, der sich in einen Mac verwandelt. Jetzt werdet ihr sagen, ist alt, aber ich habe ein Tool gefunden, was wirklich genial ist und fantastisch aussieht. Zwar noch in der Beta-Phase, aber funktioniert tadellos. Was das ganz genau ist, könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei uns in den Help-Bereich reingeht, direkt auf den ersten Teaser draufklickt. Da seht ihr schon mal ein Wallpaper und da unten seht ihr schon ganz im Kleinen, worum es geht. Es geht nämlich schon mal eine Taskleiste von Mac, von Mac OS 10 besser gesagt. Und zwar nennt sich das Ganze Apple Dock. Also die Quick-Launch-Leiste für den Apple nennt sich Dock und die könnt ihr jetzt auch für Windows benutzen. Hier habt ihr einen kleinen Artikel von mir. Dort steht alles drin, was ihr wissen müsst. Das heißt, wie ihr es installiert, denn es muss gar nicht installiert werden, nur ausgeführt. Wie ihr zum Beispiel Sachen umändert, was ihr damit alles machen könnt, wie das Ganze funktioniert und natürlich auch, wie es aussieht. Und wie es aussieht, könnt ihr euch ansehen, wenn ihr hier auf die Shop'n'Picks geht. Zack, da vergrößere ich mal kurz das Fenster, damit ihr auch alles seht. Hier, MobiDock Screenshots und da schauen wir uns direkt mal den ersten Screenshot an. Und hier seht ihr schon, das ist die Dock, die normalerweise bei macOS 10 zum Einsatz kommt. Und es sieht doch wundervoll aus, vor allem die Animation. Also ich hätte gerne so etwas bei meinem Windows gehabt, statt diese langweilige statische Quick-Launch-Leiste, die ja eigentlich auch sehr nützlich ist. Aber sowas ist doch viel genialer. So eine kleine Animation, wo man dann seine Programme starten kann, wo dann geöffnete Programme auch noch angezeigt werden. Und da kann man noch so vieles einstellen. Zum Beispiel sieht es so aus, wenn man sie gar nicht berührt. Und wenn man sie... ja, ein paar Sekunden in Ruhe lässt, verschwindet sie sogar ganz von der Bildschirmfläche. Genauso wie meine Taskleiste hier. So, das ist das Fenster, wo ihr die ganzen Einstellungen vornehmen könnt. Das heißt, Transparenzeffekte, wie schnell die Dockstation dann verschwinden soll oder auch wie groß die Icons werden sollen und. Dann könnt ihr natürlich hier alles einstellen. Das heißt, ihr könnt sogar die Schriftart einstellen selber. Müsst ihr halt noch selber eintippen, ihr müsst die Schriftarten kennen, aber das ist ja kein Problem. Einfach in Word reingehen und mal die Liste dann aufklappen. Da werdet ihr alle Fonts finden, die ihr benutzen könnt. Dann könnt ihr, wie gesagt, die Transparenz, den Hintergrund könnt ihr auch noch einstellen. Den habe ich mal weggelassen, damit es besser aussieht. Dann, wie schnell eben diese Leiste verschwinden soll, wie hoch die Qualität der einzelnen Icons sein soll und wie breit sie sein soll. Und außerdem könnt ihr noch einstellen die Position. Das heißt, ihr könnt sie eigentlich auch mitten im Fenster irgendwo reintun. Und dann gibt es natürlich noch, upsala, die Icons. Die könnt ihr nämlich auch ändern, indem ihr einfach rechtsklick auf ein Icon und dann könnt ihr einfach ja, ein Programm aussuchen und das entsprechende Icon dann raussuchen. Da es am Anfang nur 17 Icons gab zur Auswahl, habt ihr mir die Mühe gemacht und das ein bisschen modifiziert. Und jetzt habt ihr ungefähr 190 Icons, die ihr aussuchen könnt. Wie das Ganze dann aussieht, wie es funktioniert und vieles, 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 vieles mehr. Und den Download findet ihr bei uns im Help-Bereich. Musik.
ich möchte mal sagen an dieser Stelle, dass der Help-Bereich da immer wieder mal ganz nette, possierliche Tools hat, die ihr für euch dann in den Download-Bereich stellt, damit die euch die runterladen könnt. Aber heute hat der Help-Bereich sich selbst übertroffen mit einem Wahnsinnstool. Hörst du jetzt mal zu, wenn ich dich schon lobe, ein Wahnsinnstool und ich bin auch quasi schon mittendrin. Ich bin gerade auf dem Weg in den Help-Bereich, in den Download-Bereich, um mir dieses Wahnsinnstool runterzuladen. Respekt, toll, lieber Hussein und auch Schu vielleicht. Habt ihr toll gemacht, großartiges Tool und gute Recherche betrieben wieder mal. Und auch, möchte ich mal sagen, Mühe gemacht mit unzähligen Shots und Picks. Auch das muss mal gesagt werden. Jawohl, auch Fury, unsere Gäste klatschen. Großartig. Danke, Hussein. Keep up the good work. Mach weiter so. Auch wir bemühen uns natürlich jeden Tag wieder, unseren Download-Bereich von Spotify einigermaßen nett zu füllen. Unter anderem mit dem altersbekannten, beliebten Movie of the Day. Und das heutige Movie heißt Auktion und sieht so aus. Nein, liebe Leute, liebe Freunde, dank nicht mir, dank den kreativen Köpfen dieser Welt, die immer wieder mit solchen fantastischen, lustigen Kurzfilmchen uns beglücken, uns überraschen. Also wie gesagt, dieses Movie im Download-Bereich von Spotify unter dem Titel Auktion und vergesst mir nicht, im Download-Bereich von Help, dieses Wahnsinnstool, mit dem ihr euren PC, Laptop, Desktop, was ich was, geschnetzt, gedönst, in einen Mac verwandeln könnt. Irre! Irre, irre, irre. Also wieder mal großartige Arbeit für euch. Und denkt mir auch an die Shots und Picks von Serena Williams als neuem TV-Star. Die besten eBay-Tipps und Tricks sind heute ein großes Thema. Ein großes Thema bei uns im NetBeat, denn ich bin mir sicher, viele von euch steigern bei eBay regelmäßig mit. Allerdings gibt es da einiges zu beachten, zumindest dann, wenn man Geld sparen möchte und das Geld nicht einfach zum Fenster rauswerfen möchte. Ja? Die besten Tipps und Tricks gibt es heute bei uns im NetBeat unter dem Artikel eBay, die besten Tipps und Tricks. Ja? Die Überschrift bringt es auf den Punkt. So sieht der Artikel aus und wir haben eine Seite gefunden, die sich nur und ausschließlich diesem Thema widmet. Die findet ihr unter dem Related Link, die besten eBay-Tricks, und dieser Link führt euch zu dieser Seite und hier werdet ihr einige Sachen erfahren, die wichtig sind. Und ich lese mal ein kleines Stück vor. Sie legen einen, meiden Sie beim Steigern den eBay-Bietagenten. Sie legen einen Höchstbetrag fest. Der eBay-Bietagent steigert automatisch bis zu diesem Limit. Klar, das ist praktisch, vor allem wenn das Auktionsende mitten in der Nacht ist, kostet Sie aber unter Umständen mehr Geld als nötig. Der Grund, gibt ein anderer Kaufinteressent ein höheres Angebot ab, steigert Ihr Bietagent sofort mit. Das treibt den Preis frühzeitig hoch und so weiter. Ich glaube ja, dass der Bietagent nicht wirklich das Übel ist, sondern tatsächlich ein großes Übel sind Leute, die früh steigern. Ja, das ist überhaupt das Blödste, was man machen kann bei irgendwelchen Versteigerungsdingen bei eBay. Früh steigern. Ich verstehe es überhaupt nicht, wenn ich mal nach einem Artikel suche und sehe, der läuft in einer Woche ab und haben schon drei Leute gesteigert. Das ist absolut unverständlich, weil dadurch einfach der Preis viel zu früh steigt. Ja, würde ich jetzt eine Woche vor Ablauf zum Beispiel mitsteigern, ja, wäre noch eine Woche Zeit, bis der Artikel abläuft und damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass mich wiederum jemand überbietet. Ja, und möchte ich den Artikel dann haben, bleibt mir wiederum nichts anderes übrig, als nochmal drüber zu gehen. Ja. Das habe ich schon so oft beobachtet und es ist einfach einer der großen Fehler. Ja. Man sollte ungefähr eine Minute vor Ablauf des Artikels bieten, auch wenn es in der Nacht liegt, das muss einem wert sein, dann eben kurz aufzustehen und zu bieten. Dann hat man den Artikel preiswert, schön bei sich zu Hause. Ja. Diesen Trick und viele andere könnt ihr hier nachlesen. Auch wenn ihr hier weiterblättert, gibt es noch viele andere
Tipps und Tricks, zum Beispiel Sniper-Sites. Das sind Seiten, die das Bieten für euch übernehmen. Ja, also, sie bieten meistens etwas bessere Einstellmöglichkeiten, als das bei eBay vorhanden ist, kosten allerdings auch Geld. Also ich meine, man kann auch darauf verzichten, wenn man es einigermaßen geschickt anstellt. Dann schauen wir hier weiter noch. Könnt ihr am besten selber mal drüber schauen. Und ich möchte natürlich eure Tipps und Tricks zum Steigern bei eBay gerne wissen. Die könnt ihr in den Comments-Bereich posten unter dem Artikel. Und gleich tausche ich mit euch ein paar Tipps und Tricks zum Steigern bei eBay aus. Sagt gerade, dass er seiner Freundin BH im Wert von 6,5 Millionen Pfund, also 9 Millionen Euro, geschenkt hat. Willst du nicht mein Freund sein? Bloß wegen dem Brillanten? Ja. Ich finde, du bist ein bisschen materialistisch. Bin ich auch, oder? Ich nehme auch nur die Hälfte von diesem BH, ehrlich gesagt. So, ab da. Ach, schön. Ich wollte jetzt fragen, steht der Brüste, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Ich frage mal die Fragen aus dem Chat lieber. Nee, vorher. Das ist eure aktuelle DVD oder die erste große DVD, oder? Habt ihr schon mal eine rausgebracht? Die ist hier. Nee? Die gibt es seit Montag im Handel und bei uns auf der Website giga.de natürlich handsigniert zu gewinnen. Deswegen draufklicken, euch eintragen und viel Glück wünsche ich euch. Es lohnt sich auf jeden Fall mit Audio-CD und DVD mit ganz vielen tollen Features. Wenn ihr aufgepasst habt vor einer halben Stunde, habt ihr eh schon alles gerade schon mitbekommen. Genau. So, im Chat fragte Zipper2, ob er auch mal Sport macht. Also ich schaue mir morgens mal eine Orange an, das reicht mir. Ja? Ja, und wir sind eigentlich bekannt, wir sind Profis in einarmigem Reißen. Mhm. Und auch sonst, sieht ja auch aus. Ich bin Sport auch nicht abgeneigt und wir trainieren halt täglich unseren Waschbrettbauch. Und ja, so alle möglichen Tätigkeiten, also Paragliding und was noch? Bungee Jumping. Täglich. Morgens mal nach dem Frühstück, weil das rüttelt einmal so wach die Birne. Besser und als den Magen nach so drei Eiern und so. Mhm. Also mir würden noch einige Sportarten einfallen, aber das sprengt die Sendung jetzt. Okay, hier. Na gut. Habt ihr schon mal Musik aus dem Netz runtergeladen, fragt Joppa? Aus dem Netz habe ich einmal einen Song runtergeladen, ja, weil ich den brauchte zum Nachspielen. Und? Schlechtes Gewissen gehabt? Also als Musiker jetzt? Nein, ich habe auch kein Problem damit, sich Songs aus dem Netz zu laden. Das finde ich alles okay. Ich glaube auch nicht, dass es schlecht für die Musikindustrie ist. Blöder ist die ganze Schwarzkopiererei, weil das ist das einzige Problem für die Musiker. Mhm. Ja, und also bei uns geht es immer so, wenn wir dann mal wieder einen alten Fury-Song rauskramen, den wir spielen wollen, dann haben wir ihn meistens nicht zur Hand und dann laden wir ihn uns aus dem Netz und dann haben wir ihn wieder. Super, auch sehr nett. Okay, welche Awardshow hat euch am besten gefallen? Ihr wart ja schon noch ganz, ganz viele Awardshows, ne? Mhm. Aber die am besten gefallen hat, da waren wir nicht. Das waren nämlich die amerikanischen MTV Awards, wo Michael Jackson auf die Bühne gekommen ist und sich für einen Preis bedankt hat, den er gar nicht bekommen hat. Das war das Größte überhaupt. Das stimmt. Und geht ihr gerne auf solche Feiern oder ist es eher so? Finde ich das. Also ich war jetzt auf dem Echo dieses Jahr wieder, wo dann Leute, die ich nicht kenne, Leuten Preise verleihen, die ich auch nicht kenne. Und insgesamt das eigentlich doch eher langweilig ist, finde ich. Also ich finde sowas, mir macht das keinen großen Spaß. Meistens so, dass eigentlich die Leute, für die das ist, mit die Musiker eigentlich am wenigsten davon haben. Mhm. Und das finden wir dann schon ein bisschen nervig. Also wir haben ja relativ viel davon mitbekommen und den einen oder anderen noch gewonnen, aber das Schönste daran ist eigentlich die Party hinterher, weil dann trifft man nämlich die ganzen Musikanten wieder, die man das Jahr lang nicht gesehen hat, und dann kann man sich schön an die Binde gießen und Spaß haben. Kann wieder einarmiges Reisen machen, also Sport treiben. Natürlich. Dann wünsche ich euch viel Glück, dass ihr halt auf vielen Workshops wenigstens eingeladen werdet, sodass ihr die Partys mitnehmen könnt im Nachhinein. Wir nehmen jede Einladung an. Und ich werde hier gleich auf jeden Fall live performen, deswegen freuen wir uns da sehr drauf. Bleibt auf jeden Fall dran, Fury in the Slaughterhouse noch bis zum Ende der Stunde bei uns, wie gesagt, mit einer Live-Performance, und das wird ziemlich cool. Danke. Danke. Start voting. Natascha Berg entführt euch in die Welt der Computerspiele. Die neuesten Games, die aktuellsten Facts und die Entwickler exklusiv im Interview. Das alles und noch viel mehr bei T-Games, die Show. Jedes Wochenende neu. Best of T-Online am Samstag und Sonntag bei NBC Europe. Commercials.
Um Karriere zu machen, muss ich flexibel sein. 2 Jahre Hamburg, 3 Jahre Berlin und dann ab nach Bayern. Gut, dass mich meine Golfmitgliedschaft überall hin begleitet. Wie das geht? Ganz einfach. IGC 2000. Individuell und günstig golfen. Infos unter 0180 50 190 50 oder igc2000.de. Fakten, Fakten, Fakten. Und an die Leser denken. Rund 6 Millionen Leser informieren sich Woche für Woche mit Fokus. Lesen auch Sie Nachrichten ohne Umwege. Fokus kommt schneller auf den Punkt. Überzeugen Sie sich selbst. Bestellen Sie Fokus mit Preisvorteil und Freihaus. Jetzt im Internet www.fokus.de Abo. Wählen Sie zum Fokus-Abo eines von vielen wertvollen Geschenken. Gehen Sie jetzt ins Internet und Sie haben die freie Wahl. www.fokus.de Abo. Remaining 6. IGC 2000. Individuell und günstig golfen. Infos jetzt unter 080 50 190 50 oder igc2000.de. Remaining 5. Remaining 4. Erleben Sie einen neuen Typ von Geheimagent. Triple X. Jetzt im Kino. Remaining 3. Kaum zu bremsen. Pro7.de präsentiert die komplette 6. Staffel der Bulli-Parade. Echt original. Nein, einfach nochmal wiederholen. In voller Länge. Exklusiv nur auf T-Online Vision. Remaining 2. Remaining one. Kommen Sie mit zu den besten Partys der Stadt. Jetzt im großen Prinz Nightlife Guide, wo man wirklich gut tanzen kann. Außerdem Making Friends, die smarte Art, neue Freunde oder Partner kennenzulernen. Und Madonna trifft 007. Alles über den neuen James Bond. Der neue Prinz, jetzt im Handel. Download complete. Die NBC Giga Movie Preview of the Week. Jetzt im Kino. Austin Powers in Goldständer. Seit Jahren eine Wanze bei Dr. Evil anzubringen. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Ja! Ah, da ist er ja schon. Sie haben also die... Infos zu den aktuellen Kinofilmen jeden Donnerstag neu. Natürlich nur bei Stars auf giga.de. Supported by UCI Kinowelt. Start voting. In The Slaughterhouse, heute hier bei uns zu Gast bei NBC Giga. Sie haben eine brandflammneue DVD auf den Markt gebracht. Das ist sie. Sie heißt Monochrom. Darauf gibt es Konzertausschnitte, Backstage-Infos, Filme, Shots and Picks. Es gibt Kurzfilme. The Color Fury heißt dieses ganze Projekt. Und vieles, vieles mehr. So zum Beispiel auch den Videoclip, den wir eben gesehen haben, zum Song Things Like This. Ja, könnt ihr euch kaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie aber jetzt erst einmal hier live genießen. Fury in the Slaughterhouse mit dem Lied Come On. Viel Spaß. I guess we know each other now for
7 years. Why has it always to end up with tears? A little problem and soon discussion starts. We bang our heads and we always forget our hearts. Somehow, somewhere, I guess I have this all before. Somehow, somewhere, I guess I have this all before. Come on, come on, let's go home. Give us sinking chill a drink. Come on, come on, let's go home. Give us sinking chill a drink. Take your brown eyes and put them in the glass. Put some ice cubes in and watch the rough mess. Look in my blue ones and you know I'll never lie. Give me a drink when I say to you, let's have another try. Somehow, somewhere, I guess I had this all before. Somehow, somewhere, I guess I had this all before. Come on, come on, let's go home. Give us sink and chill a drink. Come on, come on, let's go home. Give us sink and chill a drink. I think it's better if we go. Somehow my thoughts are running slow. Sorry when I wake, so you better give me a break. Hey, 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 hey. You better give me a break. You better give me a break. Give a drink. Come on, come on, let's go home. Give us sink and shove a drink. I think it's better if we go. Somehow my thoughts are running slow. I will feel sorry when I wake. But you better give me a break. We bang our heads and we always forget our hearts. We bang our heads. Willkommen zu einer neuen Stunde NBC Giga. Und da die Zeit knapp ist, gehe ich jetzt direkt weiter zu Stars und Emily. Deine Themen in dieser Stunde, Emmy. Heute ist der Kinotag, ne? Ja. Und heute läuft der Rote Drache an mit Anthony Hopkins. Das ist das Prequel zu Schweigen der Lämmer. Ziemlich gruselig. Und Anthony Hopkins an sich ist ja schon gruselig. Das stimmt. Ihn in der Person noch viel gruseliger. Großartig. Und bei dir gibt es den Trailer gleich? Ja.
Echt großartig. Danke, Emmy. Und weiter zu Gregor. Ja, Martin, ich finde das Wort Prequel alleine schon ziemlich gruselig, aber das ist ein anderes Thema. Ich kenne das Wort. Und steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir reden gleich über muskelbepackte Frauen. So quasi richtig krasse Bodybuilderinnen über ihre Körper und was wir davon halten. Da hören wir uns sicher auch auf. Und die Gigafrequenz und der Chat. Großartig. Danke, Gregor. Und Jochen. Ronald Barnabas Schill ist Polizeichef in Hamburg und genau heute, auf den Tag genau, ein Jahr im Amt. Ja, ja. Und wir ziehen ein Fazit mit euch zusammen. Danke, Jochen. Mega Radio, Caro. Ja, Mensch, Martin, ja. Toll. So, also bei mir U2, Santana, dann auch noch Madonna und ich hoffe, du schaust nachher noch vorbei. Auf jeden und Fall. Telefonterror mit Mr. Wong, das ist sehr witzig. Danke, Caro. Ich danke auch, tschüss. Bis ihn. Hallo, Martin. Bei mir geht es immer noch um die wundervolle, ja, Launchleiste von Apple. Die werde ich jetzt auch zeigen, dass sie funktioniert und ich werde auch noch zeigen, was man damit alles machen kann. Einstellungen, wie man da Programme verknüpfen kann und. Das ist ein cooles Teil. Ich habe es ja heute schon mehrfach angeguckt. Ja, danke, ist fantastisch. Danke. Uta. Ja, Martin. Was hallo, Martin. Bloß, ja, Uta. Was? Wie geht's? Ja, gut. Was passiert denn bei dir so? Ja, also gestern hatten wir ja sozusagen schon unsere Halloween-Party, damit wir heute im Inside-Bereich euch da draußen verraten können, wie ihr euch schön schaurig gestalten könnt heute Abend für die Halloween-Party. Es gibt ganz, ganz viele Fotos von uns, wie wir in der Maske zurechtgemacht worden sind, mit Beschreibungen der einzelnen Schritte. Also online und ich werde das gleich auch auf jeden Fall hier in der Sendung nochmal in Ruhe zeigen. Das und mehr hier bei uns auf, im Inside-Bereich auf giga.de. Großartig. Bei Uta gibt es die Fotos und ich kann euch sagen, ja, ich hatte ja gestern eine Nase angeklebt und ein Kinn und die Nase ging kaum ab. Also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um alles Zeug irgendwie abzubekommen und musste seltsame Tinkturen dafür nehmen. Das war so eine Flasche, da stand Shampoo drauf. Da sagten die Leute, die mich geschminkt haben, da ist kein Shampoo drin, aber da ist was drin, damit geht das Plastik ganz schnell ab. Klar, ja. Damit könnte man wahrscheinlich auch den ganzen Tisch durchätzen. Klar, dass die Plastiknase davon gut abgeht. Jedenfalls hatte ich gestern Abend ein glühendes Gesicht, blutrot angelaufen überall, aber jetzt geht's mittlerweile. Gott sei Dank. Die besten eBay-Tipps und Tricks sind bei mir das Thema auch in dieser Stunde und ich werde gleich einige Tipps und Tricks, weitere Tipps und Tricks verraten. Und ich erwarte und freue mich natürlich auch auf eure Tipps und Tricks im Comments-Bereich bei uns, denn ihr habt ja meistens die besten Tipps, wenn ihr es dauernd macht. Und darüber werden wir diskutieren. Also postet unter den Artikel im Netfeed. Start voting. Letterfun. Hier dreht sich alles ums Briefeschreiben. Verschickt mit nur wenigen Mausklicks eure Giga-Stars als Postkarte und saugt euch das offizielle Giga-Geburtstagsbriefpapier. Letterfun. Alle Infos auf giga.de. Supported by Deutsche Post. Loading. Commercials. Sind eh keine Fische da. Ein Schuss, drei Treffer. TD1, Vodafone E+. Debitel hat die Auswahl und für Sie das Passende. Debitel, Kommunikation ist alles. Neu bei Debitel, die Zusatzkarte mit Feiernetzwahl ohne Grundgebühr. Im Herbst hängt das Schicksal der Welt an einem Mann. Jetzt hilft nur noch beten. Hey, Sie wollen mich wohl verarschen. Triple X. Ich liebe es! Im Kino. Remaining six. Eines Morgens wachst du auf und deine Traumwohnung ist noch da. Wann zahlst du keine Miete mehr? LBS, die Bausparkasse der Sparkassen. Remaining five. Das
gab's noch nie im Internet. T-Online Vision zeigt die komplette GZSZ-Folge vom Abend schon ab 13 Uhr im Web. Bei T-Online Vision bist du nicht nur der Zeit voraus, sondern kannst auch deine Lieblingsfolgen im Archiv abrufen. GZSZ auf T-Online Vision, mein Wunschprogramm im Web. Remaining 4. Roses, Modern Talking, No Angels. Chartbox, die aktuellen Top-Hits als Serie. Rufen Sie an 0185-122-122. Jetzt 14 Tage unverbindlich reinhören und mit 60% Preisvorteil testen. Die Chartbox, das Startangebot für nur 5 Euro. Und wenn Sie noch heute anrufen, gibt es dieses Handyfeuerzeug gratis dazu. 0185-122-122. Remaining 3. Spiel mit deiner Identität. www.nokiagame.com. Jetzt einloggen und mitspielen. Remaining 2. Kommen Sie mit zu den besten Partys der Stadt. Jetzt im großen Prinz Nightlife Guide, wo man wirklich gut tanzen kann. Außerdem Making Friends, die smarte Art, neue Freunde oder Partner kennenzulernen. Und Madonna trifft 007. Alles über den neuen James Bond. Der neue Prinz, jetzt im Handel. Remaining one. Gewinn als erster eins von 109 Nokia Mobiltelefonen mit integrierter Digitalkamera. Download complete. Powersports auf giga.de. Wir stellen euch die besten Locations in Deutschland vor. Gebt euch den Kick mit dem Action Guide zum Powersport. Alle Parks, alle Infos und vor allem eure Bewertung. Move it auf giga.de. Supported by Powerade. Start voting. Heute ist Halloween und wir haben deswegen auf unserem Hostpult drei Kürbisse. Zwei richtig schön gestaltete Kürbisse hat unsere Praktikantin Natascha zusammen mit ihrem Papa gemacht. Sehr süß geworden. Das sind echt absolute Profikürbisse, wenn er mich fragt. Und daneben ist ein ganz, ganz kleiner Kürbis. Könnt ihr den sehen? Das ist ein Marzipankürbis von Rheinfeier Düsseldorf. Gestiftet. Vielen herzlichen Dank. Und weil heute Halloween ist, gibt es nicht nur Kürbisse bei uns auf dem Hostpult, sondern auch Tipps, wie ihr euch heute Abend so richtig gruselig herrichten könnt. Wir haben das Ganze nämlich gestern für euch ausprobiert. Emmy zum Beispiel war Ursula, ich war Cruella de Vil. Und das Ganze findet ihr mit Anleitung und Fotos auf giga.de oben rechts im Inside-Bereich. Dann findet ihr auch hier schon die Überschrift, das Halloween-Schmink-Special. Gibt es einen kleinen Artikel von Sümchen und dann könnt ihr hier auf Shots and Picks klicken. Dann seht ihr erst einmal, was an Material die professionellen Maskenbildnerinnen aus München gestern mitgebracht haben. Das war eine ganze, ganze Menge. Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Ihr könnt das zu Hause auch ein bisschen so nachmachen. Mit herkömmlicher Kosmetik und einer Perücke vielleicht oder irgendwelchem Spray für die Haare. Also zunächst einmal bekam ich zwei Haarhälften. Diese linke, das waren meine echten Haare und rechts bekam ich eine Schwarzhaarperücke aufgesteckt. Dann, was passierte dann? Dann wurden meine Augenbrauen abgeklebt mit Wachs, mit japanischem Wachs. Dann ging es weiter. Dann wurde mein ganzes Gesicht grundiert, ganz weiß grundiert, inklusive der Wimpern. Dann musste ich die Augen schön geschlossen halten und dann ging es weiter mit dem Lidstrich. Ganz schön viel Lila kam da auf meine Augenlider. Der Rest wurde auch weiß gemacht.
Hier auch nochmal ganz fett grundiert, lila. Dann bekam ich künstliche Riesenwimpern angeklebt für den dramatischen Effekt. Das Ganze sah dann so aus. Dann einen schwarzen Lidstrich gezogen, obenrum und untenrum. Und dann die Augenbrauen, nicht die echten waren ja zugeklebt und die unechten wurden halt bemalt mit riesigen Bögen. Das sah dann so aus im Detail. Hier noch ein bisschen festgeklebt. Die Haare, meine echten, wurden toupiert und weiß besprüht. Und fertig war Cruella de Vil. Dann haben die mir hier natürlich noch einen roten Mund gemalt, hier weitergezogen, rechts und links und hier auch so ein bisschen Falten gemalt, denn in Wahrheit habe ich ja keine. Claude, hör auf zu lachen. Und fertig ist Cruella de Vil. Das ist ein geiles Bild, aber jetzt kommt noch ein viel besseres. Das hier. Ich finde, das ist echt original Cruella de Vil. Die nächsten Bilder folgen, wo Martin verkleidet wird, wo Emmy verkleidet wird, wo Thomas Schanze verkleidet wird und auch wo Schüchen verkleidet wird. Das alles folgt hier in der Gallery mit Erklärungen, wie ihr das auch zu Hause nachmachen könnt für heute Abend. Auf giga.de im Inside-Bereich, das Halloween-Special. MobiDoc, so heißt das Tool, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar findet ihr zunächst mal auch einige Screenshots bei uns im Artikel direkt unter dem ersten Teaser. Einfach hier auf mal Shop and Picks draufgehen und dort findet ihr die MobiDoc-Screenshots. Einmal mal weiterklicken, 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 denn ich wollte euch noch einiges zeigen. Und zwar könnt ihr nämlich auch die Icons ändern. Das heißt, ihr könnt hier komplett alle Icons ändern, bis auf diese Diskette hier. Das ist nämlich für die Einstellung reserviert. Ansonsten könnt ihr alles machen. Und ich starte das Ganze mal. Wie ihr seht, habe ich einfach nur eine Verknüpfung. Die eigentliche Datei, also die 5 MB große Ordnerdatei, die befindet sich bei mir in eigenen Dateien oder ich habe sie unter Programme reingesteckt. Ist eigentlich egal wo. Hauptsache, ihr könnt dann nachher eine Verknüpfung irgendwo hin basteln, zum Beispiel in das Startmenü oder Autostart. Einfach einen Doppelklick drauf. So, und unten taucht dann meine Leiste auf. So sieht sie dann aus. Ihr seht, wundervoll sogar mit Schrift oben dran. Die könnt ihr auch ausblenden lassen, falls euch das nicht so gefällt, aber ich finde das sehr schön. Und hier, das ist wichtig. Einfach mal draufklicken. Jetzt ist das ein bisschen groß, aber die wenigsten von euch werden wohl mit einer Auflösung von 800x600 fahren, sondern mit einer höheren Auflösung. Und da hat man dann eine komplette Übersicht. Dann füllt das auch nicht den ganzen Bildschirm voll. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Transparenz der einzelnen Icons zu verändern. Ich tue das mal jetzt hier ganz weit nach links, Accept, und ihr seht, da sieht man eigentlich fast kein Icon mehr. Den Hintergrund, den ihr da seht, den kann ich eigentlich auch wegmachen, und zwar hier, einfach mal zack, akzeptieren, so. Und sieht auch schon mal sehr schön aus. Jetzt werdet ihr euch fragen, in den Screenshots war ja die Leiste ziemlich weit unten, genau da, wo normalerweise die Quick-Launch-Leiste ist, warum ist sie jetzt so weit oben? Das kann man nämlich auch ändern, und zwar hier, die Position, die könnt ihr einfach ändern, indem ihr das zum Beispiel ganz nach oben zieht und dann hängt plötzlich die Leiste da oben. Die sollte ich mal vielleicht ein bisschen dichter machen. So. Und dann habt ihr nämlich die Leiste hier oben. Macht wenig Sinn natürlich, aber so könnte man die Leiste zum Beispiel ein bisschen weiter nach rechts und etwas über der Quick-Launch-Leiste installieren. Und man kann sie natürlich auch verschwinden lassen. Ich habe sie hier auf 2 Sekunden eingestellt. Nach 4 Sekunden würde sie jetzt verschwinden. Mit der Schriftart Arial. Und hier könnt ihr natürlich auch einstellen, wie stark denn dieser Rollover-Effekt sein soll, wenn man über die Icons geht. Den stellen wir jetzt mal von, wo ist er jetzt? 2, 3, 4, von 4 auf, ja, irgendwas. Okay, und da seht ihr, dann wird nämlich das Ganze viel, viel größer. Die Leiste poppt insgesamt mehr auf. Das heißt nicht das einzelne Icon an sich, sondern eine größere Strecke wird viel, viel größer dargestellt und das könnt ihr natürlich auch je nach Wunsch ändern. Ich habe es lieber ganz weit hinten, so, akzeptiert und da seht ihr, so sieht es auch schon viel schöner aus. Die Animation wirkt viel, viel bequemer und ist auch angenehmer. Und wie ihr seht, habe ich auch jetzt wieder ganz andere Icons und wie ich die Icons ändern kann, das zeige ich euch dann auch noch und ich werde euch zeigen, dass das Ganze auch wundervoll funktioniert und wie ihr das Ganze entpackt und was sonst noch so alles auf euch wartet. Das und viel mehr gibt es in meinem nächsten Take. Also ich habe ja auch schon gerade mir dieses fantastische Tool aus dem Headbereich runtergeladen und versuche das gerade auf meinem Laptop zu installieren. Muss jedoch sagen, so richtig klappt das noch nicht ganz.
Also, ich bin nämlich, na gut, komme ich am besten gleich nochmal zu, am besten hol ich den Hüschen gleich mal rüber zu mir, dann kann er mir alles mal genau zeigen, wie das geht. Ich bin ja nun mal nicht ganz so help-versiert. Ich habe zum Beispiel ein Symbol für den Instant Messenger, aber nicht das Symbol, was ich haben will, habe ich, sondern ein anderes Symbol. Ich habe das Symbol bereits, ich weiß, wo man die Symbole aussuchen kann, ja, so viel habe ich schon mal hingekriegt. Und ich habe ja eigentlich auch in dem Ordner, bei meinen eigenen Dateien, Hüseyin, ne, habe ich nämlich, Moment, habe ich nämlich dieses ganze, mein eigenes konfiguriertes. Ne, da bin ich auf doc.config und da sind so viele Symbole drin, so viele Symbole drin und unter anderem auch eins, was ich gerne benutzen möchte. Aber, ich glaube, ich mache es gleich mal in aller Ruhe mit Hüsel Kanüsel, dem wahren Helpman. Oder wie heißt der noch so schön? Demo-Man, genau. Es wird Zeit, dass der wieder zurückkommt, der Demo-Man. Lange nicht mehr gesehen. Das nur so als kleine Anregung am Rande. Wir reden jetzt über Muskelfrauen, aber vorher erstmal die Light-Version. Vorher erstmal Muskel-Light. Die Rede ist von Serena Williams. Die hat nämlich letzte Nacht, oder nicht letzte Nacht, aber sie war letzte Nacht zum ersten Mal zu sehen als Schauspielerin in einer amerikanischen Fernsehserie auf ABC, dem Fernsehsender My Wife and Kids heißt die Serie, unter anderem mit Comedy-Star Damon Wayans. Und da gibt es auch Shots of Bigs von, unter anderem dieses Foto hier. Das zeigt hier Serena, die nämlich in dieser Folge eine Kindergärtnerin spielt. Toll, ne? Das ist also ein Screenshot von der Fernsehserie. Die restlichen Shots and Picks sind Serena Williams, wie man sie kennt, auf dem Center Court, mal jubelnd, mal kämpfend, mal jubelnd, mal kämpfend, mal in einem engen Dress, mal in einem etwas engeren Dress und dann auch schon wieder in einem ganz engen Dress. Das alles zu sehen, Shots and Picks also von Serena Williams. Das ist also die Muskel-Story, die Muskelfrau Light und die Muskel-Hardcore-Version. Die Geschichte gibt es jetzt hier zu sehen, nämlich Muskelfrauen, die stärksten Frauen der Welt, heißt der Artikel, geschrieben von Thomas. Und da ist er schon, die stärksten Frauen der Welt. Und das sind Shots and Picks von Frauen, die haben noch ein bisschen, naja, soll ich sagen, besser, aber zumindest intensiver trainiertere Oberarme, Bauchmuskeln und. Seht das mal an hier. Das hier ist eine Frau. Ja, nicht vertun, das ist schon eine Frau. Und auch das hier war zumindest mal eine Frau. War zumindest irgendwann mal eine Frau, bevor sie dann leider von einem bösen, bösen Menschen tagelang, wochenlang im Fitnessstudio eingesperrt worden ist und sich dann dort zu einem Mann entwickelt hat und in einen Mann verwandelt hat. Das also hier, Fotos von ziemlich trainierten Frauen. Wir wollen im Sport und Funshit auf GRTE mal darüber reden. Wie steht ihr eigentlich dazu? Soll so eine Frau aussehen, soll so eine eure Traumfrau aussehen, soll sie so trainiert sein oder vielleicht dann doch eher die Muskel-Light-Version wie Serena Williams oder dann doch die Muskel-Total-Super-Light-Version wie Uta Fußangel. Spawn und Funshit auf GRTE ist die Adresse, ihr könnt auch gerne eure Meinung in den Comments-Bereich schreiben. Besten eBay-Tipps und Tricks. Das ist das Thema im NetBeat und ihr habt jede Menge in den Comments-Bereich reingepostet. Eure Tipps und Erfahrungen, die ihr beim Steigern und Mitsteigern und erfolgreichen Steigern bei eBay gemacht habt. Und ich schaue einfach mal rein, was ihr zu der Sache sagt. Luca Keil sagt erstmal vorweg, ich habe mich bei eBay angemeldet und musste meine Kartennummer eingeben. Welche verdammt nochmal ist das? Dazu sagt Riker 01. Deine Sparkassenkarte wird dir dann nicht weiterhelfen. Du brauchst eine Kreditkartennummer, aber ich weiß schon, was du für ein Problem hast. Lies dir mal bei eBay den Text von wegen E-Mail-Adressen durch und du wirst feststellen, dass du dich nur mit folgenden E-Mail-Adressen sofort anmelden kannst, ohne Kreditkarte: AOL, T-Online und Hotmail. Das ist richtig, ja. Mit AOL, T-Online und Hotmail-Adressen kann man sich sofort online anmelden, dann bekommt man sofort sein Passwort, kann sofort steigern. Es gibt aber insgesamt zwei Alternativen dazu. Ja. Entweder man gibt seine Kreditkartennummer an, das hängt damit zusammen, damit eben die Adresse auch bestätigt ist, damit dort keine Betrüger eben steigern können. Oder, und das geht auch, das habe ich zum Beispiel gemacht, man gibt eine beliebige E-Mail-Adresse ein, aber zusätzlich eben seine Anschrift zu Hause, dann bekommt man innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube bei mir hat es drei Tage gedauert, bis man das Passwort per Post nach Hause geschickt bekommt. Ja, so geht es auch, da braucht man nicht unbedingt eine Kreditkartennummer. Also
Luca Keil. Schau einfach nochmal in die Anmeldung und kreuz dann an, dass du einfach das Passwort nach Hause geschickt bekommen möchtest. Dann klappt das auch mit jeder anderen E-Mail-Adresse. The Magic Master sagt, es ist wirklich schon verwunderlich bei eBay und mir eben wieder vor einer Minute passiert. Wieso bieten so viele Leute so früh vor Auktionsende? Es kann auch nicht daran liegen, dass man noch zu kurz bei eBay ist. Habe gerade selber ein Spiel für den GameCube in Beobachtung, war bei 1 Euro beim Start, 2 Tage läuft es noch und schwupps haben sich die Leute wieder auf 41 Euro geboten. Das ist genau das, was ich sage. Einfach nicht so früh bieten. Es bringt einfach nichts. Der Preis steigt vorher ins Unermessliche und davon hat, glaube ich, letztendlich keiner was. Ja, wenn alle gegen Ende bieten würden, dann würden die Preise einfach viel weiter darunter liegen. Ganz viele tolle Tipps bekommt ihr unter dem Related-Link, unter dem Artikel die besten eBay-Tipps und Tricks auf dieser Seite. Und da gibt es noch einen Tipp, den ich gar nicht vorgestellt habe, nämlich, dass man krumme Beträge bietet, ja, anstatt 6 Euro, zum Beispiel 6,07 €. Dann liegt man meist knapp vor den anderen. Ist ein wirklich guter Trick, hatte ich zum Beispiel noch gar nicht drüber nachgedacht. Solltet ihr euch durchlesen. Den Link zu der Seite gibt es natürlich unter unserem Artikel die besten eBay-Tipps und Tricks im Netbeat. Eben habe ich das Konferenzvideo gezeigt, jetzt gibt es die große Auflösung, denn die Frage von Christoph war, was stand auf Hüseyins T-Shirt drauf? Welche Nummer? Und hier seht es im Bild, jawohl, es ist eine 6. Es ist eine 6, weil Hüseyin hat das T-Shirt falsch rum an. Viele haben geschrieben, es sei eine 9, muss ich euch leider enttäuschen. Nein, okay, 9 ist natürlich richtig und gewonnen hat, ich sekunde mal, Tim Tom aus Leipzig. Der hat als allererstes geschrieben und hat gesagt, hey, das ist eine 9. Richtig, Tim aus, Tom aus Leipzig. Du hast das Haus, Auto, Garage und den Urlaub gewonnen. Komm nach Düsseldorf, kannst dir alles hier abholen. Viel Spaß dabei. Jetzt kommen wir zu unserem großartigen Thema, denn heute ist für viele in Hamburg und vielleicht auch in ganz Deutschland, weil diese Partei wollte ja auch mal deutschlandweit antreten. Okay. Es kamen nicht genug Mitglieder zu ihren Versammlungen, deshalb hat man es dann wohl nicht geschafft. Für diese Partei ist also praktisch jetzt Jahrestag und für die Hamburger auch ein Jahr Schill und Kohl. Es gibt ein Schill und Kohl. Schill und Co. Es gibt einen Artikel über den Innensenator von Hamburg, der ja jetzt heute seit einem Jahr an der Regierung ist. Und es gibt auch ein Who is Who. Wer ist das eigentlich, Ronald Schill? Was hat der so gemacht? Was treibt der so? Und ich darf noch daran erinnern, dass wir hier auch im Download-Bereich natürlich noch Chill-Sachen haben für euch. Und zwar unter Sounds gibt es immer noch F-Tasten, die F-Tasten-Chill-Sounds. 6,9 MB ist es groß, könnt ihr euch downloaden und dann habt ihr so wunderschöne Sounds auf eurem Rechner, wie der hier zum Beispiel. Ich habe niemals Kokain oder sonstige illegalen Drogen genommen. Richtig, da ist er ja raus aus der Geschichte. Oder das hier, was auch ein bisschen zeigt, dass es ein wirklicher Politiker ist, der auch es versteht, sich adäquat zu äußern. Und dann werden den Dreckschleudern dieser Stadt gehörig das Maul gestopft. Ne? Das ist also auch ein bisschen niveauvoll. Und es gibt im Download-Bereich auch natürlich noch unser großartiges Video von Schill. Und zwar, wie er im Bundestag, ich muss es immer so gerne zeigen, nee, das ist es nicht, das ist Schild 2. Und zwar, wie er im Bundestag ja aufgetreten und nun ist. Möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Er wollte eine Sache hinzufügen, hat dann nicht ganz geklappt, denn da ist Anke Fuchs, Bundestagspräsidentin, macht jetzt Folgendes. Wir müssen darauf vertrauen können, dass jedenfalls im Bundestag, dem höchsten deutschen Parlament, Achtung, alles mit rechten Dingen zugeht. Hier in diesem höchsten deutschen da. Es tut mir leid, ich muss Ihnen jetzt das Wort entziehen, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, sagt selbst das deutsche Parlament. Was ihr dazu sagt, hat es Sinn gehabt, ja oder nein, ein Jahr Schill? Ich möchte gerne eure Erfahrung haben, liebe Hamburger oder auch die ganzen Leute aus den anderen Ländern. Was sagt ihr zu Schill ein Jahr danach? Start voting.
Giga Sport & Fun. Trifft die Helden des Sports live bei uns. Josh Stone, Titus, Manny Buxmüller und viele mehr. Sie sind hier, um deine Fragen zu beantworten. Auch online haben Gregor und Thomas für dich die aktuellen News aus der Welt der Extreme. Giga Sport & Fun. Supported by Mega Radio. Loading commercials. Das gab's noch nie im Internet. T-Online Vision zeigt die komplette GZSZ-Folge vom Abend schon ab 13 Uhr im Web. Bei T-Online Vision bist du nicht nur der Zeit voraus, sondern kannst auch deine Lieblingsfolgen im Archiv abrufen. GZSZ auf T-Online Vision, mein Wunschprogramm im Web. Remaining three. Jetzt hat er die anderen 68 Menschen um sich herum vergessen. Mit Vodafone Live Fotos und Liebesgrüße von Handy zu Handy verschicken. Vodafone Live. Remaining two. Wahrscheinlich was Falsches gehört. Mega Radio. Jetzt auf AM. Remaining one. Download complete. Best of T-Online, nur bei NBC Europe. Top aktuelle Backstage-News, die neuesten Charts und wilde Stories aus der glitzernden Szene der Stars und Sternchen. Wir zeigen euch alle Highlights aus der vergangenen Woche. Best of T-Online, das Aufregendste von T-Music, VIP-Visite und T-Movie. Am Samstag und Sonntag von 22.30 Uhr bis 23 Uhr bei NBC Europe. NBC Giga Movie Preview of the Week. Jetzt im Kino. Roter Drache. Sie haben mich erwischt, weil wir uns beide sehr ähnlich sind. Ohne unsere Vorstellungskraft wären wir genau wie all die anderen Langweiler. Infos zu den aktuellen Kinofilmen jeden Donnerstag neu. Natürlich nur bei Stars auf giga.de. Supported by UCI Kinowelt. Uhr 33 ist es an diesem wundervollen Donnerstagnachmittag und wundervolle Themen haben wir auch für euch. Zum Beispiel sind wir um 35 bei Uta und da geht es um bessere Menschen. Da Uta auch ein besserer Mensch ist, war sie Erfahrung damit und den Webtipp natürlich selbst geschrieben. Um 40 sind wir dann bei den Stars. Da gibt es einen Trailer zu der Rote Drache. Das gehört nämlich zur Hannibal-Filmreihe. Also ganz spannend. Stars supported bei Debitel. Um 55 sind wir dann bei Sport and Fun und da heißt es Muskelweiber, sexy oder was? Diskutiert mit den zwei Sport & Fun-Lern, wie viel Muskeln eine Frau haben darf. Sport & Fun ist supported bei Mega Radio. Apropos Mega Radio, surft doch einfach mal bei megaradio.net vorbei. Dort findet ihr den Player und hört auch die liebe Caro. Das alles und viel mehr in den nächsten 30 Minuten bei giga.de. Start building.
willkommen zum zweiten Webtipp des heutigen Tages. Zu finden auf giga.de im Inside-Bereich. Denkt übrigens auch daran, dass wir hier ganz viele Fotos haben zum gestrigen Halloween-Special, die ihr heute verwenden könnt als Anleitung für euer heutiges Kostüm. Ne? Aber jetzt und hier der Webtipp der Stunde mit der Überschrift Werdet ein besserer Mensch. Diese Seite ist für Kids und die macht richtig viel Spaß. Denn hier könnt ihr ein besseres Kind werden sozusagen, indem ihr ganz schön viel spielt, ganz schön viel gewinnen könnt, ganz schön viel Spaß habt, ganz schön viel lernen könnt und ganz schön viele Freunde treffen könnt. Klicken wir mal auf Spielen. Da könnt ihr zum Beispiel das Klombi-Spiel spielen. Das ist ganz neu. Dabei könnt ihr hier den kleinen Racker, Joe heißt er, glaube ich, anziehen. Denn er steht sehr arg nackt da. Also einfach hier auf den Kleiderschrank raufklicken. Dann seht ihr hier verschiedene Sachen. Und weil heute Halloween ist, finde ich, könnte man ihm ja erstmal ein paar Stöckelschüchen anziehen. Und dann dazu dieses Kostümchen. Und dieses Hütchen. Fertig ist er. Sieht toll aus, ne? Das einzige Manko, das diese Seite hat, ihr kommt über den Zurückknopf einfach nicht wieder zurück auf die Homepage. Das heißt, ihr müsst diese Seite schließen und direkt wieder die Adresse neu eingeben. Dann gelangt ihr wieder zur Startseite. Das ist ein bisschen fehlorganisiert auf dieser Seite, aber ich denke mal, dass die Macher das baldmöglichst im Griff haben. Ihr könnt viel gewinnen, ihr könnt Spaß haben, zum Beispiel beim Malbuch. Einfach auf Malbuch raufklicken, dann seht ihr hier die verschiedenen Vorlagen, die könnt ihr euch ausdrucken und ausmalen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch das Rätsel-Krimi-Quiz lösen. Das ist total spannend. Immer sonntags abends gibt es einen neuen Fall und bis spätestens montags müsst ihr den Machern der Seite mailen, wer denn der Täter war. Dafür einfach hier auf aktueller Fall klicken, dann könnt ihr euch durchlesen, worum es geht. Und wenn ihr der wahre Sherlock seid, dann könnt ihr also die Antwort bitte mailen und etwas gewinnen. Ihr könnt aber auch hier euren Wissensdurst löschen. Klickt auf Wissen dazu. Hier gibt es zum Beispiel eine Anleitung, wie man einen Frosch faltet. Also nicht, wie man einen lebendigen Frosch faltet. Das wäre ganz gemein und sowas würden wir auch hier im Fernsehen niemals zeigen. Hier könnt ihr lernen, wie ihr aus Pappe einen kleinen süßen Springfrosch bastelt. Das zum Beispiel könnt ihr hier lernen, aber bei Wissen, da geht es natürlich noch um vieles, vieles mehr, um die Bundestagswahl zum Beispiel, die wird hier erklärt, oder Farbkreise werden hier erklärt, oder Getränkekarten? Ach nein, ein Getränkekarton wird hier erklärt, wie ihr ihn basteln könnt. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, was hier noch alles so drauf soll auf die Seite, ich habe euch ja jetzt gerade auch nur einen Auszug gezeigt, aber dennoch, wenn ihr weitere Vorschläge habt, einfach hier auf Schreiben klicken, dann könnt ihr direkt in Kontakt treten mit den Machern der Seite. Also viel Spaß damit zu finden auf giga.de im Inside-Bereich. So, jetzt zeige ich euch noch schnell, wie man bei MovieDoc die einzelnen Icons ändert und vielleicht sogar noch neue Symbole hinzufügt. Das alles und viel mehr könnt ihr nämlich auch noch machen. Ich mache kurz mal das hier das Ganze zu. So, MovieDoc starten. Und da unten ist es dann. Ihr seht, es macht hier auch zwei neue Symbole dran. Das heißt, wenn ich das jetzt öffne und das verschwinden lasse, na komm, hau ab. So, dann seht ihr, hier sind immer wieder diese beiden Symbole jetzt. Werdet ihr fragen, warum sind die denn dazugekommen? Ganz einfach, das sind nämlich die Symbole für die beiden Seiten, die ich hier in der Taskleiste habe. Einfach mal draufgeklickt und ihr seht, dann taucht nämlich die Seite dann auch direkt mit auf. So, das machen wir jetzt zu, dann verschwindet das nachher auch. Und das machen wir auch zu, dann ist komplett weg. So, jetzt ist es wieder ganz normal. Und wie gesagt, hier unter dieser Diskette, da könnt ihr jede Menge Einstellungen vornehmen. Unter anderem hier die Schriftart, wie groß die einzelnen Icons sind, die Transparenzeffekte und. Und ihr könnt auch den Hintergrund dran machen. Hier, so, Accept. Und dann habt ihr so einen Hintergrund. Und wenn ihr jetzt die einzelnen Icons ändern wollt, ist das auch kein Problem, wie zum Beispiel hier für Word. Ein Rechtsklick drauf, dann erscheint nämlich dieses Fenster hier und dort könnt ihr zunächst mal den Namen ändern in Microsoft Word oder einfach nur Word und hier könnt ihr dann einfach mal die Anwendung raussuchen, die ihr gerne hättet, zum Beispiel OpenView, hatte ich schon eben gemacht, also irgendeine Excel raussuchen oder irgendeine andere Verknüpfung, die ihr starten möchtet, dann zack und dann könnt ihr hier einfach durchscrollen. Je nach Wunsch könnt ihr dann hier einzelne Icons dann auswählen, die euch gefallen, hier ist sogar eins mit Spider-Man, Wahnsinn. So, und wenn ihr eins habt, wie zum Beispiel das hier, das Original Word-Icon für macOS 10,
einfach okay und dann taucht sie unten auch auf. Ihr seht, hier, da ist es. Und jetzt zeige ich euch auch noch, wo war es denn? Genau, da. Aquadoc, Mobidoc. So. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, nämlich neue Icons und neue, ja, PNG-Dateien dann hinzuzufügen. Das sind alles Bilder, ich mache mal kurz hier die Mini-Ansicht, ihr seht, das sind alles die Bilder und alles die Icons, die ich dann verwenden kann. Und wenn ihr jetzt neue hinzufügen wollt, dann müsst ihr leider noch, weil es halt noch eine kleine Beta-Phase ist, wo ist es? Machen wir lieber mal ein Dings, hier Liste, dann erkenne ich es direkt. Da hat man nämlich die Image-List, hier. Einfach die Image-List aufrufen und das Icon so benennen, wie ihr es gerne haben möchtet, also das Bild, das Icon, einen Namen geben und diesen tragt ihr dann hier in die Image-List ein und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch direkt auf dieses Icon dann zugreifen und auswählen. Und natürlich haben wir bei uns im Help-Bereich noch, weil ja so einiges noch geht, zack, erstmal den Link zu Mobidoc, ist ca. 5,5 MB groß und wie gesagt, da ist alles drin. Das ist nur eine einzige Datei, die braucht ihr nur entpacken und starten und schon habt ihr es drin. Und dann gibt es noch jede Menge Apple Wallpaper. Das heißt, ihr bekommt auch noch 30 bis 40 Wallpaper, die ihr wunderschön als Hintergrund nehmen könnt. Und wem das noch nicht reicht, der sollte auf die Seite von Talisman gehen. Dort kann er komplett den Rechner in ein macOS-System verwandeln. Das alles und viel mehr bei uns im Help-Bereich. Kirkus, möchtest du denn oder machen wir das gleich? Ja, machen wir gleich, okay. Kannst du ja mal kurz zugucken, weil ich habe jetzt den Trailer zu Roter Drache, weißt du? Ja. Ja? Ich glaube schon, gruselig. Nee, ich muss nichts sagen. Ich habe den auch noch nicht gesehen, deswegen... Oh, gerne, ich hätte gerne Apfelschorle, bitte. Also, kommen wir zum Film Roter Drachen, Red Dragon, mit Anthony Hopkins natürlich in der Hauptrolle. Und dazu haben wir ein Cappy, das Buch, wenn ihr lesen könnt, ist es sehr vorteilhaft. Und? Hä? Ach so, ich habe es gerade verstanden, Entschuldigung, mir wurde gerade von Christian was ins Ohr gesagt. So. Und natürlich noch ein T-Shirt, aber diesmal so super cool, weil das total... unauffällig draufsteht, Red Dragon, super Qualität ist und ich möchte es gerne selber haben. Das passiert nicht immer bei unseren Preisen, das sage ich euch. Das alles am Win-Button zum Film Der Rote Drache, der heute anläuft und ich wollte euch dann nochmal den Trailer zeigen. Wir haben aber im Download-Bereich nicht nur einen Trailer, sondern drei Trailer und die könnt ihr euch alle runterladen, wenn ihr Lust habt. Achtung, fertig, los, jetzt geht der Trailer los. Families killed a month apart in their homes. This wasn't some killing frenzy. These attacks were highly organized. The victims carefully chosen. This one is gonna go on and on. You wanna know how he's choosing them, don't you? I thought you might enjoy the challenge. Find out if you're smarter than the person I'm looking for. Then by implication, you think you're smarter than I am. Since it was you who caught me. No, I know I'm not smarter than you. Then how did you catch me? You had disadvantages. What disadvantages? You're insane. This is a very shy boy, Will. He'll be a bodybuilder, of course. Look for extensive tattooing and corrective surgery to the face. He is refining his methods. I don't think anybody knows you at all, dear. He is evolving. So it's true the Lecter is actually helping with your investigation. We mustn't judge too harshly, Will. Have you never felt a sudden rush of panic? Before Silence of the Lambs, before Hannibal, novelist Thomas Harris conceived of evil in its purest form.
verstehe ich nicht. Wenn es ein Prequel ist, ist es ja vor allem passiert. Und Anthony Hopkins sieht viel älter aus als vorher. Der rote Drache ab heute im Kino, wenn ihr euch gruseln wollt an diesem Halloween-Tag, dann geht auf jeden Fall da rein. Jetzt etwas nicht zum Gruseln, sondern zum guter Musik hören, finde ich zumindest. Pink, Just Like a Pill. Games, Shopping, Top 3. Der Tagestipp für die drei besten Spiele aus unserer Shopping-List. Top-Spiele, Top-Preise, Top-Stories, nur bei uns. Fette Infos zu allen Games. Go buy it! Shopping Top 3 auf giga.de. Supported by Karstadt.de. Loading commercial. Für eine Golfrunde will ich nicht mehr als 5 Euro ausgeben. Trotzdem könnte ich jeden Tag spielen. Und zwar auf den schönsten Golfplätzen in ganz Deutschland. Wie das geht? Ganz einfach. IGC 2000. Individuell und günstig golfen. Infos unter 0180 50 190 50 oder igc2000.de. IGC 2000. Individuell und günstig golfen. Infos jetzt unter 0180 50 190 50 oder igc2000.de. Remaining 5. Growing in numbers. Growing in speed. Remaining 4. Spiel mit deiner Identität. www.nokiagame.com. Jetzt einloggen und mitspielen. Remaining 3. Kommen Sie mit zu den besten Partys der Stadt. Jetzt im großen Prinz Nightlife Guide, wo man wirklich gut tanzen kann. Außerdem Make in Friends, die smarte Art, neue Freunde oder Partner kennenzulernen. Und Madonna trifft 007. Alles über den neuen James Bond. Der neue Prinz, jetzt im Handel. Remaining 2. Gewinn als erster eins von 109 Nokia-Mobiltelefonen mit integrierter Digitalkamera. Remaining 1. Im Herbst gehen wir zur nächsten Stufe. Hängt das Schicksal der Welt an einem Mann. Sie wollen mich wohl verarschen. Los jetzt! Triple X, jetzt im Kino. Download complete. Letterfun. Hier dreht sich alles ums Briefe schreiben. Verschickt mit nur wenigen Mausklicks eure Gigastars als Postkarte und saugt euch das offizielle Giga-Geburtstagsbriefpapier. Letterfun. Alle Infos auf giga.de. Supported by Deutsche Post. Bulli-Parade at Giga. Mach mit bei dem großen Bulli-Paraden-Gewinnspiel. Einfach die versteckten Preise finden, Adresse abschicken und mit etwas Glück seid ihr dabei. Bulli-Parade at Giga. Supported by T-Online. Start voting. Yeah.
Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade noch ein bisschen Lakritz im Mund. Es gibt heute tolle Themen, tolle Mitarbeiter, wunderschöne Kürbisse und jede Menge zu gewinnen. Und das, was ihr jetzt hier unschwer wirklich im Bild erkennen könnt, ist der Wochenpreis. Ein Fernseher, der so groß ist wie mein ganzes Badezimmer plus einen DVD-Player. Dieses Package 2-in-1 könnt ihr gewinnen als Wochenpreis, wenn ihr auf unsere Seite surft, giga.de, und dort links in der Linkleiste auf den sagenumwobenen legendären Win-Button klickt. Dann klickt euch einfach vorbei an den Tagespreisen und dann gelangt ihr auch schon hier zur Übersicht des Wochenpreises. Und das ist ein Fernseher von Thomson, ein 32EX45, und den DVD-Player von der Firma LG, nämlich der DVD-Player 5083. Das alles sponsored by elektronika24.de. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Nicht nur, dass diese Bildröhre eine der größten Bildröhren des ganzen Planeten ist. Nein, dieser Fernseher hat auch ein Dolby Surround-System und Platz für 99 Sender. Und eigentlich kostet sowas eine ganze Menge Geld im Laden. Hier könnt ihr es kostenlos abziehen, indem ihr es gewinnt. Also, rauf auf die Seite, rauf auf den Win-Button, klickt euch durch, beantwortet eine Frage, klickt also auf A, B oder F, tragt dann eure Daten in die virtuelle Liste ein, schickt das Ganze ab und nimmt teil an der großen Verlosungsaktion. Das ist der Wochenpreis, das heißt, bis morgen noch gilt dieses Angebot und dann in der nächsten Woche gibt es was Neues. Also ran an den Speck und viel Glück. Grüß euch, grüß euch. Es ist mir eine große Freude, euch hiermit zurück zu begrüßen in meiner kleinen kuscheligen Sport- und Fun-Ecke, die eigentlich jeden Tag gemütlicher wird. Und das Schöne an dieser Ecke ist, sie ist so klein und so versteckt in dieser Ecke dieses Studios, dass man schon mal ganz gerne vergessen wird. Auch von der Regie. Also das ist noch was anderes. Kommen wir zum Thema. Kommen wir zu den unglaublichen Frauen. Diesen wahnsinnsmuskelbepackten Weibern, in Weiber meint in diesem Fall wirklich nicht abwertend, sondern einfach nur als Synonym für Frau, ja, die wir eben schon im Sport- und Fun-Bereich gesehen haben. Für all die eben nicht dabei waren, ich zeige euch mal ganz kurz die Bilder, um welche Frauen es hier geht. Und ich wollte von euch wissen, ob das Frauen sind, so ganz nach eurem Geschmack, ob ihr sagt, jawohl, so muss meine Traumfrau aussehen und nicht anders. Wie diese hier zum Beispiel, oder vielleicht auch wie diese hier, oder möglicherweise Beine haben, Arme haben wie Claude, unsere Kamerafrau, aber Beine haben, liebe Leute, wie diese Frau hier. Müssen so die Beine einer Frau aussehen, damit es auch richtig klappt bei euch, ihr wisst schon, bei der wichtigen Nebensache der Welt. Keine Ahnung, ich habe euch gefragt im Chat, da sagte zum Beispiel Eiko, er muss solche Tanten nicht in seinem Bett haben, er möchte lieber Mädels, die noch sowas wie feminine Ausstrahlung haben, also quasi wie alle meine Kolleginnen hier. Ja, fantastisch. TRS sagt, ich frage mich, was die Frauen für Töpfe zu Hause haben, dass die in der Küche so Muskeln haben. Ja, gute Frage, TRS. Ich weiß auch nicht ganz, wie viele oder wie schwere Töpfe die haben. Ziegelei, wieso tragen diese Muskelweiber eigentlich noch einen Bikini? Bei denen kann man doch eh nichts mehr sehen. Und ich habe auch mal eine Frau zu Wort kommen lassen im Chat. Sarah M. Geller sagt nämlich, wem es gefällt, ich finde es mal nicht so schön, aber ich bin ja auch eine Frau. Aber auch bei Männern ist es einfach nur noch hässlich, widerlich, ekelhaft und so weiter. Da ist Babyspeck viel goldiger. Hey, Sarah M. Geller. Aber nicht dein Mann. Weiter geht's. Dugi, man kann die doch kaum von einem Mann unterscheiden, da kann man doch gleich schwul werden. Dugi, das wäre ja nichts Schlimmes. Sag ich auch noch mal in aller Deutlichkeit. Das wäre ja überhaupt nicht schlimm. Was ist schon schlimm dabei? Gar nichts ist schlimm daran, schwul zu sein, aber natürlich, wenn man auf der Suche nach einer Frau ist und nun mal als Mann eher heterosexuell ist, dann denke ich, da kann man dir recht geben, Dugi. Das ist dann nicht so das Wahre, in meiner Meinung nach zumindest. Ich will auch gar nicht den ganzen gut durchtrainierten Frauen jetzt zu nahe treten. Nicht, dass die irgendwann morgen hier vor dem Sender stehen und mir dermaßen einen auf die Mappe geben, dass ich hier für die nächsten Wochen Thomas den Platz freimachen muss, weil ich nicht mehr moderieren kann. Also, liebe Leute, das ist natürlich ganz alleine eure Entscheidung, liebe Frauen und liebe Männer. Aber mein persönliches Schönheitsideal sieht einfach nur mal ein bisschen anders aus. Und ich hatte die Leute im Chat gefragt, wie ihr ideal ist. Nichts anderes. Nichts anderes. Von nichts anderem ist hier die Rede. Flatliner,
Muskelfrauen. Das hat den Vorteil, dass die Frau ab und zu mal den Mann beschützen kann. Sicherlich. Auch das ein interessanter Einwand von Flatliner. Warum Emanzipation immer nur in eine Richtung sehen? Warum nicht mal auch eine starke Frau haben, die den schwachen Mann an ihrer Seite beschützt? Gar eine schlechte Idee. Ihr könnt, wie gesagt, gerne noch weiterhin eure Meinung posten im Comments-Bereich unter dem Artikel. Da ist er schon. Da steht alles. Da haben sich Max Power 20, Bärzen und B-Man auch schon verewigt. Könnt ihr auch noch machen oder ihr könnt auf die Beiträge von diesen drei Gigafriends antworten, reagieren, wie auch immer. Und ihr könnt selbstverständlich, wie ich denke, auch in den Vote gehen. Stimmt's? Thomas? Ihr könnt in den Vote gehen, da steht nämlich, was haltet ihr von weiblichen Bodybuildern und dort eure Stimme abgeben für eine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. A, geil, stehe ich voll drauf. B, naja, wem es gefällt. C, kann ich nicht viel mit anfangen. Oder D, bleibt mir weg mit denen. Jemisch weg mit Schalke. Ne? Jemisch weg mit Schalke, wie schon unser damaliger Bundespräsident sagte, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und ich glaube, er hat es auch gar nicht gesagt. Macht aber nichts. Also, Kommentarbereich ist offen für eure Meinungen zu Muskelfrauen. Bis gleich. Es gibt nur wenige Politiker, die das schaffen können, ja? In 100 Tagen die Kriminalitätsrate halbieren. In 100 Tagen. Ronald Schill in Hamburg hatte gesagt, ey, wenn ich an die Macht komme, wenn ihr mich wählt, ich mach das für euch. Ja, prompt hat er 20% bekommen und was ist passiert? Nix! Null! Nix passiert! Von wegen Kriminalitätsrate halbieren. Wir möchten jetzt Fazit ziehen. Ja? 365 Tage ist Ronald Schill jetzt Innensenator in Hamburg, ne, mit den anderen Parteien zusammen. Und wir möchten von euch gerne wissen, bewährt sich die Regierung in Hamburg oder sind es voll die Loser. Wenn ich so auf den Vote gucke, seid ihr mit Ronald Schill zufrieden, dann sagen 75% nein und nur 25% ja. Emmy, was sagst du zu Ronald Barnabas Schill? Mir ist das scheißegal, ich darf eh nicht wählen. Ist doch egal. Ich habe nicht gefragt, ob du wählen sollst, sondern so einen spontanen Kommentar. Ja. Okay, was sind denn deine Themen? Ich habe nicht zugehört, deswegen kann ich mir keine Meinung erlauben. Ja, aber was sind denn deine Themen? Die göttlichen, göttlichen Geheimnisse der Jaja-Schwestern. Das ist nämlich ein neuer Film, der kommt heute raus, mit großen, großen Hollywood-Stars. Ich habe den Titel nicht verstanden. Die göttlichen Geheimnisse der Jaja-Schwestern. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Okay, ich gehe zum Sport. Tschüss, Amy. Hört mir nicht zu. Ja. Hör mal, Jörg, ich habe eine Fun-Zeit gleich im Programm. Das ist ja so geil. Also, ich schmeiß mich hier gerade. Also quasi wirklich gerade im Moment total weg. Also eine spitzen Fun-Zeit mit Pferden. Also großartig. Martin. Großartig, großartige Fun-Zeit mit Pferden. Schnauze. Und auch über Pferde. Und ihr könnt quasi da interaktiv mitmachen. Ihr könnt mich auch gerne aus dem Bild nehmen. Ich rede einfach mal dazwischen. Gregor, halt den Maul, ich muss zum Mega-Radio. Okay, dafür bin ich da. Caro. Hallo. Roses, Rocco, was ich noch, Justin Timberlake, ganz, ganz viel und 60 Sekunden Hass mit Nils Ruf. Oh, das habe ich gehört, das ist ganz cool. Das mache ich auch ganz gerne, ja. Hass ist immer gut, ne? Okay, apropos Hass. Tschüss, Caro, Martin. Jochen. Ja. Passend zu Halloween dachte ich mir, muss ich auch etwas Schreckliches bringen. Darum gibt es eine Hai-Website, wo die kleinen Biester mal fett ihre Zähne zeigen. Ich habe mal einen Hai gesehen beim Tauchen. Es Wirklich? War ja so, ich bin also praktisch auf 20 Meter runtergegangen. Mit dem letzten, ach, ich muss schnell weiter, sagt die Regie. Jetzt wollte ich gerade ausholen, machen wir gleich. Gleich, Schuh. Ja. Ich warte. Deine Themen. Da ist die Kamera. Deine Guck Themen. Mal. Meine Themen habe ich in der Hand. Taschentücher? Nee, was ist das? Ein Game? Nein, ein Handy. Handy! Handy, Handy natürlich. Papiere hier bei hier und zwar das 3650. Dazu habe ich auch einen Gast gleich hier, aber das muss ja Uta Gerfer haben. Okay, dann gehen wir doch mal zu Uta. Ja, hallo Jochen. Hallo Uta. Hallo. Mir fällt bei dir was auf. Ja, ich war in der Maske und ich habe mich als Kürbis verkleiden lassen. Weitere Tipps, wie ihr auch Cruella de Vil werden könnt, die war ich ja gestern, ne? Das verraten wir alles im Inside-Bereich. Da gibt es total viele Fotos und auch die Anleitungen, die Schminkanleitungen. Aber nicht nur zu mir, sondern auch zu Martin, der war ja der Böse von Peter Pan. Die Emily war ja die Ursula. Und die ganzen Leute, die sind mit Bildern und mit Schminkanleitungen im Inside-Bereich vertreten auf giga.de. Uta, danke.
Meine Güte. Wenn man der Zeit gibt, dann labert die ununterbrochen. Liebe Leute, so geht's ja nicht. Ich habe euch doch gefragt, was haltet ihr von Ronald Schill und der Regierung in Hamburg, die jetzt heute seit einem Jahr da ist und regiert. Und hier, wenn ich mal so in den Comments-Bereich gucke, dann tut ihr so, als würde euch das alles nichts angehen. Ich glaube das allerdings nicht. Deshalb haut rein, schreibt den Comments-Bereich voll und schickt mir ganz, ganz viele Mails. Ihr habt die Chance, natürlich vorgelesen zu werden. Ich will eine große Diskussion über Ronald Schill, ja, der Mann, dem im Bundestag auch ab und zu mal, wenn er denn überhaupt dort reden darf, ja, wenn er dort reden darf, mal das Mikrofon abgestellt wird. Der Mann, der den NDR als Schweinehaufen bezeichnet. Nein, Entschuldigung, ich möchte mir jetzt keine Anzeige einhandeln, der gesagt hat, das Panorama-Magazin vom NDR ist ein Schweinemagazin. So war das. Und der, jetzt muss ich mal ganz kurz auf unsere F-Tasten gucken, der auch noch gesagt hat, Achtung. Und dann den Dreckschleudern dieser Stadt gehörig das Maul gestopft. Nochmal, also. Und dann werden den Dreckschleudern dieser Stadt gehörig das Maul gestopft. Ja, ich denke, so ein Mann ist einfach prädestiniert, um eine großartige Bildungspolitik zu machen. Ja, da lernen die Schüler auch direkt mal ein bisschen den niveauvollen Umgang miteinander. Sekunde, was habe ich denn noch hier? F-Tasten, könnt ihr euch ruhig auch runterladen. Schill-F-Tasten heißt das Ganze übrigens. Es ist nichts wahr daran. Und man muss den Leuten vom Panorama unterstellen, dass sie es wussten. Genau, das war diese Panorama-Geschichte, dann haben wir das noch. Ich werde zweitens vermutlich Schadensersatzforderungen stellen. Ja, und? Ich habe niemals Kokain oder sonstige illegalen Drogen genommen. Es gibt also noch mehr Sounds und es gibt Videos, alles im Download-Bereich. Und bitte, liebe Leute, wir wollen zusammen darüber reden, was hat Schill denn wirklich erreicht. Er hat uns versprochen damals, ihr wisst es noch, ich habe es ganz groß hier.